das wissen. Besonders deutlich, dass unser Referentenkreis hier ist, der Össlicher, der weitest angereiste im Kongress. Er kommt aus Chile, Professor Dr. Felix Bruder. Der Vortrag, eine nachhaltige funktionierende Finanzordnung als wesentliches Element einer natürlichen, gerechten menschlichen Wirtschaftsordnung. Was er darunter sich vorstellt, ich habe es letztes Jahr beim Kongress schon gehört, so man ist es ja schon da. Also ich war sehr begeistert vom Vortrag, bin schon gespannt auf ihn heute. Professor Fuders lehrt Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikroökonomie und Wirtschaftspolitik an der Universidad Austral de Chile. Er ist bekannt für Publikationen, Fachbeiträge über Zinswirtschaft. Er ist Mitglied in Deutschland hier in der Gesellschaft für Nachhaltigkeit und im Netzwerk für nachhaltige Ökonomie. Und damit ich mich gleich das Wort an den Referenten. Bitte schön. Vielen Dank für diese nette Anmoderation. Ich komme jetzt aus Chile, aber bin kein Chilen, ich bin Deutscher. Ich lebe in Chile, weil meine Frau ist Chilenin, deswegen hat sie mich nach Chile verschlagen. Die Universität liegt in der schönen Stadt Bahia, im Süden von Chile, umgeben, also Deutschland zu Patagonien, umgeben von ganz viel Natur, tollen Landschaften mit Vulkanen. Und diese Naturlandschaft hat wohl auch ein bisschen die Menschen geprägt und auch die Universität. Der Leitspruch der Universität ist Conocimiento y Naturaleza, also Wissen und Natur. Und die Universität ist auch tatsächlich wortführend im Lande, wenn es was Nachhaltigkeit angeht. Zum Beispiel, also auch ganz interdisziplinär, zum Beispiel wird gerade ein neuer Studiengang angeführt bei uns an der Fakultät für Umweltökonomie und nachhaltige Entwicklung, ein interdisziplinärer Studiengang, da können die Ingenieure, Naturwissenschaftler und auch Ökonomen oder sonst der Teilnehmer, der schon einen Bachelorabschluss hat. Übrigens auch Deutsche, also wer daran teilnehmen möchte, kann sich gerne bewerben. Ich glaube, wir sind jetzt frei, im April fängt die Studie an. Dieser Studiengang wird federgeführt von Manfred Max Neef, der dürfte vielleicht einigen von Ihnen auch bekannt sein. Er hat 1983 den Right Livelihood Award gewonnen, den sogenannten alternativen Nobelpreis für Ökonomie. So, apropos Nachhaltigkeit, wo ich jetzt schon ein bisschen Werbung gemacht habe, machen wir ein bisschen weiter Werbung. Es ist gerade das neue Jahr von nachhaltiger Ökonomie erschienen, mit ganz vielen tollen Beiträgen, unter anderem auch einen, der von meinem Kollegen Manfred Max Neef und mir verfasst ist über Regionalwährungen. So, nach diesen einleitenden Werbung wollen wir uns dem Vortrag widmen. Der Vortrag wird sich in vier Teile gliedern. Zum ersten Mal werden wir darüber sprechen, was Geld ist und wie es entsteht, die Probleme der Finanzordnung darstellen, die Lösungen, den moralisch-ethischen Aspekt und letztendlich die Überleitung versuchen von der Finanzordnung zu einer Wirtschaftsordnung, zu einer natürlichen, gerechten und menschliche Wirtschaftsordnung. Ich werde einiges von dem wiederholen, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, aber das versuche ich ganz schnell zu machen, um den Schwerpunkt auf die Punkte zu legen, die wir beim letzten Mal weglassen mussten, aufgrund der Zeitrestriktion. Was ist das? Das sind Hühner, die Eier legen, und aus den Eiern kommen wieder Hühner raus. So erklärt die Deka-Fondsgesellschaft den Zinseszinseffekt. Toll, ne? Man kann also Geld verdienen, ohne die Kinder zu krümmen. Geld vermehrt sich wie Hühner. Ganz offensichtlich wird also hier auf die Gier der Menschen fokussiert, die ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen. Und das ist interessant. Das ist also nicht irgendwie von irgendeiner Heuschrecke oder einem Finanzhai so propagiert, sondern von einem seriös empfundenen Finanzdienstleister, der Sparkassenfinanzbau. Da befand er schon Aristoteles für wieder natürlich, dass Geld Kinder bekommt, Nachwuchs bekommt. Zins heißt übrigens auf Griechisch Stokos, das heißt auch Nachkommenschaft. Der Dotokos ist zum Beispiel der Erstgeborene. Oft hört man, dass das Geldthema sollte man außen vor lassen, das macht die volkswirtschaftlichen Modelle noch komplizierter, deswegen wird das von der Volkswirtschaftslehre gar nicht betrachtet. Aber tatsächlich werden ja alle volkswirtschaftlichen Modelle, auch das ganz simple Modell von Angebot und Nachfrage, bewertet alles in Preisen, nämlich in Geldanleihen. Also wer das Geld nicht versteht,
kann auch die volkswirtschaftlichen Modelle nicht verstehen, beziehungsweise sind dann eigentlich praktisch wertlos. Das Geld verstehen, wenn man die Finanzkrise verstehen und auch verstehen, warum die Subprime-Krise von 2008 und die jetzige Finanzkrise, Schuldenkrise, eigentlich eine und dieselbe Krise sind. Wir können alle anderen großen Finanzkrisen verstehen. Wir können den wirtschaftlichen Wachstumszwang, die damit einhergehende Umweltüberbeanspruchung verstehen und auch verstehen, warum es eine zunehmende Ungleichverteilung der Einkommen gibt. Hier steht Geld. Die meisten sind davon überzeugt, auch viele meiner Studenten, wenn man anfängt, fragt man, wohin steht Geld, dann meinen sie, Geld würde von der Zentralbank geschaffen. Das ist auch richtig, aber nur von ganz kleinen Teilen. Der große Teil unserer Geldmenge wird nicht von der Zentralbank geschaffen, sondern entsteht dadurch, dass Geschäftsbanken Kredite vergeben. Stellen wir uns vor, jemand hat 100 Geldeinheiten, was macht er damit? Er legt sie auf die Bank, was macht die Bank damit? Die Bank legt sie legt es auf ein Sparkonto und für die Bank versucht also die Verbindlichkeit 100 Euro oder 100 Dollar. Und dann wird sie wahrscheinlich, was damit machen, Kredit vergeben. Also vergibt sie zum Beispiel 90 Geldeinheiten als Kredit, 10 Geldeinheiten wird sie zurückhalten als Reserven. Warum braucht sie Reserven? Weil vermutlich irgendwann mal der Kunde herkommen will und Teile des Geldes wieder abholen will. Die Bank hat aber gelernt, dass die meisten Kunden ihr Geld da lassen. Deswegen braucht die also nur relativ geringe Reserven behalten, das Rest kann sie ausleihen. Was macht der Kunde mit den 90 Euro, der die geliehen hat? Kauft sich ein Handy. Und der Handyverkäufer legt sie wieder auf seine Bank. Die Bank bucht wieder Verbindlichkeiten, 90 Geldeinheiten, 10% Reserve und verleiht den Rest als Kredit. Das heißt, wir sehen, die Geldmenge hat sich jetzt schon erhöht auf 271 Geldeinheiten von den ursprünglich 100. Und wenn man das so fortführt, dann können aus den ursprünglich 100 1000 Geldeinheiten werden. Und das ist irgendwie, das ist also jetzt nichts Ungewöhnliches bei der Verschwörungstheorie oder so, das ist das, was im Lehrbuch steht. Steht hier zum Beispiel bei Working Management Principles in Economics, das ist ein ganz bekanntes Lehrbuch. Das ist der sogenannte Geldschöpfungsmultiplikator. Das ist weit bekannt, wegen bekannt sind seine Auswirkungen. Und dabei finde ich, das möchte ich Ihnen nochmal gerne unterstützen oder unterstreichen, die Auswirkungen der Geldmenge findet, also auch dann statt, wenn Kredite nicht aus Sichtgut haben, wie in dem vorgebrachten Beispiel vergeben werden, sondern auch wenn Kredite aus Festgeld vergeben werden. Also wenn Kunden ihr Geld zur Bank bringen und sagen, ich brauche es 2 Jahre nicht, ich würde 2 Jahre bei dir fest anlegen und die Bank vergibt daraus einen Kredit, dann hört sich auch die Geldmenge. Also nicht nur, wenn Gelder aus Kredit, aus Sichteinlagen vergeben werden, auch Gelder aus, auch Festgelder stellen ja Geld dar und deswegen hört sich die Geldmenge auch dann, wenn die Bank Kredite aus Festgeldern vergibt. In der sogenannten Geldmenge 3, das ist die häufigste verwendete Geldmenge-Definition bei den meisten Zentralbanken der Welt, sind das auch Geld nach Papier, Schuldverschreibung und Festgelderteilung. Also Festgeld ist ein geldwerter Schuldtitel und das macht ja auch Sinn. In der Welt könnte man ja eine Thema Schuldverschreibung auf ein Lahmtier legen und da würde man wahrscheinlich auch Waren dafür rausbekommen. Waren erhalten unter Abschlag, unter Zahlung eines Abschlages für möglich, aber der Tante immer sagen, um die Ecke würden wir wahrscheinlich gegen meine innere Schuldverschreibung Waren rausgeben, wenn die Laufzeit nicht allzu lang ist und der Zahlung eines Abschlags. Kommen wir zu einem Thema, das, wie ich finde, relativ schlecht verstanden wird. Der Zins zwingt nämlich zur Kreditgeldschöpfung. Der Zins zwingt zur Kreditgeldschöpfung. Warum? Was macht die Bank, wenn die also Guthaben auf ihrem Konto liegen hat? Sie muss Kredite vergeben. Wenn sie es nicht macht, kann sie nicht Zinsen zahlen auf den Guthaben von der Kredite zu vergeben. Also die Bank ist praktisch gezwungen, dann auch Kredite zu vergeben. Zwar relativ viel und immer mehr. Warum? Weil Geldvermögen verdoppelt sich je nach Zinshöhe durch Zins und Zinseszins in alle 15 bis 15 Jahre. Und das heißt, dieses Zins muss ja nicht mehr bezahlen. Die Bank bezahlt es nicht, bezahlt der Zins der Kunde, der Kredite nimmt. Das heißt, die Bank muss also entsprechend viele Kredite vergeben. Wenn also ein Kunde einen Kredit getilgt hat, dann wird die Bank schnellstmöglich versuchen, einen neuen Kunden zu finden, der auch wieder den Kredit aufnimmt. Und nicht nur das, sie muss sogar das Kreditvolumen ausweiten. Warum? Weil sie Guthaben schon Zinsen produziert haben und die wollen auch wieder Zinsen haben. Das heißt, das Geldvermögen auf den Guthaben entwickelt sich also eine Exponentialfunktion folgen. Warum? Weil immer wenn es sich verdoppelt, dann ist das eine Exponentialfunktion. Wenn ich also heute 10 Euro auf ein Bankkonto lege, habe ich 10 Jahre 20, 20 Jahre 40 und so weiter.
Und diese Exponentialfunktion ist uns auch eine, wenn der Zins ganz gering ist. Also viele sagen, naja, die Zinsen sind aber so niedrig, das kann doch gar nicht sein. Ja doch, das ist dann trotzdem eine Exponentialfunktion. Also der flache Verlauf der Kurve sprechen länger, wenn der Zins sehr niedrig ist. Aber es bleibt eine Exponentialfunktion. Auch ganz geringe Guthaben werden irgendwann nach entsprechender Zeit ein praktisch unendlich großes Vermögen hervorbringen. Vorausgesetzt, die Bank findet einen Kredit, den man jetzt zahlt. Also der letztendlich die Zinsen aufträgt. Und hier möchte ich noch einmal ganz gerne diesen schönen Josefspfennig bringen. Wenn also eine Person vor 2000 Jahren einen Cent angelegt hätte, wie viel wäre das heute? Bei zu 5%, das wären dann mehrere Milliarden Erdkugeln aus Gold, hat man jemand ausgerechnet, ich habe sie nachgeprüft. Aber selbst wenn es ein paar weniger sind, auch ein paar tausend weniger, ist aber erklärt dieses Beispiel sehr schön, dass praktisch irgendwann in einer Wirtschaft der Zeitpunkt kommt, wo die Geldmenge durch Kreditgeldschöpfung so schnell wächst, dass die Wirtschaftskraft nicht mehr hinterherkommt. Das heißt, den Banken wird es unmöglich, Kreditnehmer zu finden, die das alles noch schuld haben. Und häufig, viele sagen, das stimmt ja gar nicht mit dem Josefspfennig, das kann ja nicht funktionieren. Da kommt also häufig die Kritik, die Banken würden ja eben nicht die Kreditnehmer finden und deswegen würde sich das Guthaben auch nicht so entwickeln. Das ist richtig. Genau deswegen, das möchte der Josefspfennig ja zeigen, dass das eben nicht geht. So, wachsen also die Guthaben durch den Zins, dann muss die Bank das Kreditvolumen entsprechend ausweiten. Und das bedeutet, wie ich gerade schon gesagt hatte, der Kunde muss, also die Bank muss also versuchen, den möglichst schnell wieder neuen Kredit immer zu finden, wenn ein Kredit zurückgezahlt wurde. Das heißt, Fazit, die Zinsen zwingen zur stetigen Ausweitung der Kreditgeldmenge. Im Grunde ist unser Finanzsystem der Luftballon, der sich ständig ausweitet, bis er immer platzt. Und wenn er platzt, dann haben wir die Inflation. Und der Folgeinflation. Jetzt möchte ich noch auf einen Effekt zu sprechen kommen, den ich als Zinsgeldschöpfung beschreiben möchte. Wir hatten ja gerade die Kreditgeldschöpfung. Das heißt, wenn jemand Kredit nimmt, vergibt, gibt die Bank Geld raus und der Kunde, der das Geld vorher zur Bank gemacht hat, hat stattdessen einen Geldschuldtitel in der Hand. Und deswegen hört sich die Geld. Was passiert, wenn der Kreditnehmer dem Kunden das Geld zurückzahlt? Dann ist die Geldmenge ungefähr schrumpft, oder? Also die Kreditgeldschöpfung könnte man theoretisch ja rückgängig machen. Aber was ist denn mit den Zinsen, die bereits gezahlt wurden auf dem Guthaben? Wo kommen die denn her, wenn die ursprüngliche Zentralbank Geldmenge sich nicht erhält hat? Geht das überhaupt, dass alle ihr Geld zurückzahlen? Das möchte ich ganz gerne an einem Beispiel, einem ganz simplen Beispiel, diese Überlegung verdeutlichen. Stellen wir uns vor, es gibt eine Wirtschaft, wo nur zwei Personen drin leben. Person A hat alles Geld, Person B hat nichts. Person B möchte aber auch konsumieren. Also, was macht er? Er fragt A, ob ihm vielleicht die Hälfte seines Vermögens reicht. A sagt, wunderbar, ja, gegen 5% kannst du haben. Am Ende der Laufzeit schafft es tatsächlich B, all sein Geld dem A zurückzugeben. Also hat A wieder alles Geld. Aber wo kommen denn jetzt die Zinsen her, die auch noch zahlen muss? Wenn alles Geld wieder bei A ist. Das bedeutet, ist es gar nicht möglich, dass alle Kredite zurückgezahlt werden. Im Grunde muss B jetzt neuen Kreditvertrag aufnehmen, beim A also schon wieder einen aufnehmen, um die Zinsen zu zahlen. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den ich Dilemma der Bank nennen möchte. Also der Zins- und Zinseffekt zwingt dazu, das Kreditvolumen und damit die Kreditgeldschöpfung stetig aufzuweiten. Es ist natürlich so, dass wenn die Zinsen hoch sind, ein hohes Zinsniveau herrscht, dann bringen die Leute gerne Geld zur Bank, ja? Und dann hat die Bank also noch mehr Guthaben, die sie verzinsen muss, also noch mehr Kredite, die sie vergeben muss. Wenn das Zinsniveau hoch ist, ist es besonders schwer, Kredite zu vergeben. Das heißt, die Bank ist damit in einem Dilemma. Also ja, der Zwang zur Kreditvergabe, umso größer ist, je höher die Zinsen sind, ist es gleichzeitig umso schwieriger, Kredite zu vergeben, wenn die Zinsen, das Zinsniveau hoch ist. Und dann möchte ich hier dann zu einem Punkt kommen, den ich, wo ich finde, dass in Lehrbüchern die Wirkung des Zinses zum Teil falsch dargestellt wird. In Lehrbüchern finden wir also die Aussagen, wenn die Zentralbank die Zinsen, wenn die Zentralbank die Geldmenge verringern möchte, was macht sie? Sie erhöht die Zinsen. Warum? Wenn die Zinsen hoch sind, dann bringen mehr Menschen Geld zur Bank. Das heißt, dadurch würde weniger Geld zirkulieren. Gleichzeitig kann die Bank weniger gut neue Kredite vergeben. Diese Geldschöpfungsmultiplikator würde ja einschränken.
eingestellt werden. Und dadurch würde sich die Geldmenge verringern. Das ist also der Grund, warum die Bank, die Zentralbank, die Leitzinsen erhöht, wenn sie die Geldmenge verringern möchte. Wenn aber Menschen aufgrund gestiegener Zinsen mehr Geld zur Bank bringen, ist das wirklich so, dass dann weniger Geld zirkuliert? Oder ist es nicht immer so, dass Bargeld dann lediglich zu Giralgeld wird oder zu Festgeld? Also im Grunde sehe ich das nicht so, dass sich die Geldmenge verringert, wenn Menschen Geld zur Bank bringen. Dann haben wir weniger Bargeld, dafür haben sie dann ein Guthaben auf Konto. Und dann Geld wird Schuldtitel genannt. Aber umgekehrt muss die Bank, wenn sie mehr Geld verzinsen muss, auch mehr Kredite vergeben. Sie muss, ansonsten wäre sie schnell pleite. Das heißt, wenn das Zinsniveau steigt und mehr Menschen Geld zur Bank bringen, dann muss die Bank auch die Kreditvergabe erhöhen. Das bedeutet eigentlich, wenn die Zinsen steigen, kurzfristig mag es sein, dass die Kreditvergabe eingeschränkt wird. Und dadurch dann ein bisschen, dass das Geld, die Geldmenge sich verringert. Aber mittel- bis langfristig muss die Bank ja mehr Kredite vergeben. Und das ist bleibt. Und tatsächlich, wenn man sich hier mal eine US-Geldmenge ansieht, dann sieht man hier erstmal schön diesen fast exponentiellen Verlauf. Aber zum Schluss sehen wir, dass es wirklich abgekippt ist. Und das ist nämlich warum? Weil seit 2008 das Zinsniveau, das Leitzinsniveau fast auf Null ist. Es gibt so niedrige Zinsen wie noch nie. Und deswegen ist auch die Geldmenge wirklich nicht mehr an dieser Stelle weiterführend exponentiell. Und es wird jetzt ab hier wieder so beginnen. Hier exponentiell zu entwickeln, wenn das Zinsniveau weiterhin so niedrig bleibt. Das bedeutet, offenbar verstehen die obersten Zentralwerke den Mechanismus und deswegen setzen die Leitzinsen so niedrig wie noch nie, obwohl die Geldmenge so hoch ist wie noch nie. Also eigentlich müsste bei dieser exorbitant hohen Geldmenge das Leitzinsniveau so hoch sein wie noch nie. Oder extrem hoch sein, laut Erhof. Und deswegen ist es so niedrig wie noch nie. Und das verschafft also den Banken etwas Luft. Wenn das Zinsniveau niedrig ist, ist es ja so, dass sie eben weniger Guthabenzinsen zahlen müssen und auf der anderen Seite leichter Kredite vergeben können. Ich hätte da nochmal eine Nachfrage. Was ist denn die Regel, die ja? Können wir das bitte anschließend machen? Also ich würde bevorzugt erst vorzutragen und dann fragen. Ich beantworte euch gerne Fragen. Gut, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieses Systems möchte ich ganz kurz durchzaugen. Die habe ich Ihnen beim letzten Mal schon alle dargestellt. Das System, Finanzsystem gerät regelmäßig in die Krise. Warum ist das so? Wann gerät das Finanzsystem in die Krise? Immer dann, wenn die Banken also es nicht mehr schaffen, Kreditnehmer zu finden. Sie muss das Kreditvolumen ausweiten. Das fällt ihnen immer schwerer und irgendwann finden sie keine Kreditnehmer mehr oder jedenfalls keine mehr mit entsprechender Bonität. Das heißt, die Banken fangen an, Kredite an Kreditnehmer zu vergeben, die eigentlich ja keine Kredite mehr nehmen sollen. So wie jetzt in der Subprime-Krise passiert oder in der Euro-Schuldenkrise, wo ganze Staaten Kredite gegeben werden, obwohl es genau klar ist, dass die Staaten kein ausreichendes eine ausreichende Wirtschaftskraft haben, um diese Kredite zu schultern. Sieht nicht daran, dass die Banken so unverantwortungsvoll sind, sondern ihnen bleibt gar nichts ganz drüber. Die müssen nicht Kredite vergeben. Oder sie müssen ihr Geschäft einstellen. Das wollen sie natürlich auch nicht. Das heißt, sie fangen an, Kredite an Kreditnehmer zu vergeben, die diese Wirtschaftsmacht nicht mehr leisten können. Und dann fallen die Kredite irgendwann im großen Stil aus. Und das ist die Banken gleich. Und das, was jetzt passiert, wird müssen gerettet werden. Und deswegen gibt es also, wenn man im Lehrbuch schaut, immer alle 60 bis 80 Jahre, also im Geschichtsbuch, alle 60 bis 80 Jahre eine große Finanzkrise. Daraus kommt natürlich auch der wirtschaftliche Wachstumszwang. Wenn wir also unsere Politiker hören, Frau Merkel sagt immer, wir müssen wachsen, 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 Herr Aron auch, der Regierer aus China auch, also Wachstum ist mindestens fünfmal in jeder Rede drin. Das zweithäufigste Wort, was wir hören, ist Nachhaltigkeit. Da scheint es kaum jemandem aufzufallen, dass nachhaltiges Wachstum nicht möglich ist. Nichts kann nachhaltig wachsen. Also Nachhaltigkeit und Wachstum sind zwei konträre Positionen. Wo kommt der Wachstumszwang eigentlich her? Der kommt aus dem steigenden Zinsdienst. Wenn die Schuldenmenge wächst, heißt das, dass wir mehr verschuldet sind. Das sieht man auch im Fremdkapital, im Fremdkapitalanteil der Bilanzen der Unternehmen, wächst stetig und deswegen wächst auch der Zinsdruck. Abgesehen davon, selbst wenn ich nicht verschuldet bin, wächst dann die Inflation und der Preisanteil des Zinses, der Zinsanteil des Preises. Also jeder muss stetig mehr haben, damit er seinen Wohlstand auch behalten kann. Abgesehen davon, selbst wenn ich überhaupt nicht verschuldet bin, ist natürlich der Zins auch ein Benchmark. Wenn ich also überlege, ob ich Geld irgendwo produktiv investiere, dann ist der Zins, den ich auf der Bank kriege, immer das, was ich mindestens haben muss. Ansonsten kann ich meine unternehmerische Investition ja gleich einstellen. Und außerdem macht unser Finanzsystem Ordnung von Arbeitsleistung möglich. Wenn ich früher, als es nur Produkte gab, also kein Geld, sondern nur
Lebensmittel und Güter, die kann ich ja nicht ewig horten. Ich kann also nur ein bisschen was für den Winter zurücklegen, das bringt echt große Mengen zu horten, weil die Güter sich ja verderben. Aber unser jetziges Geldsystem macht es möglich, Arbeitsleistung zu horten. Ich kann jetzt mehr arbeiten, ich kann in Zukunft sparen. Ich habe also einen Anreiz, mehr zu schaffen, als ich jetzt gerade brauche oder in naher Zukunft brauche. Und das ist auch ein Grund, warum wir immer wieder wachsen. Und dass die Umweltverschmutzung mit dem Wachstumszwang einhergeht, ist natürlich auch logisch, weil je mehr ich wachse wirtschaftlich, desto mehr Ressourcen werden verbraucht und deswegen wird auch mehr Müll verproduziert und auch die Risikotechnologien wie Gentechnik und Elektrosmog und Luftkraft und so weiter, die Risiken werden gerne verschwiegen, weil man da wirklich Geld verdient, weil man Wachstum generieren kann. Die zunehmende Ungleichverteilung des Reichtums hat auch was damit zu tun, warum nicht eigentlich auf der Hand. Geld und Schuld im System ist überwiegend gleich. Wenn also die Geldmenge steigt, also das Vermögen steigt, wachsen auf der anderen Seite die Schulden. Das heißt, der Unterschied zwischen den Reichsten und den Verschuldeten wächst stetig in mathematischer Gesetzmäßigkeit. Wie sagt der Volksmund, der Wert wird das eine, die Schuld des anderen. Und auf jedem Dollar steht es auch drauf: This note is legally tendered to pay all debts, public and private. Also ein gesetzliches Zahlungsmittel, um Schulden zu nehmen, öffentliche wie private. Also Geld ist gleich Schulden damit. Die Reichsten und die Verschuldeten, die Lücke klafft weit auseinander. Gut, die Staatsverschuldung hat auch was damit zu tun. Meistens, wer ist derjenige, der sich zuerst verschuldet? Natürlich diejenigen, die am schwächsten sind, die zuerst den Kredit brauchen. Und das sind meistens die Staaten. Warum? Weil die Politiker gerne Kreditverträge unterschreiben, die sie ja nicht aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen müssen, sondern statt der Steuerzahler kann man gerne mal Kreditvertrag unterschreiben. Deswegen läuft auch die Staatsverschuldung im gleichen Rhythmus mit der Geldmenge praktisch. In den meisten Staaten jedenfalls. Die Arbeitslosigkeit hängt auch damit zusammen. Das ist klar, wenn der Zins steigt, die Abgaben steigen, wenn der Staat verschuldet ist, dann bleibt dem Unternehmen weniger Spielraum. Dann müssen sie an anderer Stelle sparen und fangen an zu rationalisieren und Menschen durch Roboter zu ersetzen, die sich irgendwann auch mal beim Arbeitsamt sitzen. Inflation hat auch was damit zu tun, warum, wenn die Geldmenge steigt, schneller steigt als die Wirtschaftskraft, dann haben wir immer mehr Geldeinheiten relativ als Produkte. Und wenn ich mehr Geldeinheiten habe als Produkte und die Geldeinheiten wachsen schneller als die Produkte, dann ist jede Geldeinheit natürlich weniger wert. Auch Spekulation hängt damit zusammen. Was ist denn eigentlich Spekulation? Spekulation ist im Grunde eine partielle Inflation. An bestimmten Märkten wie Aktienmarkt, Immobilienmarkt. Das ganze Geld, diese große Geldmenge, die werden wir gleich konsumieren. Die meisten Menschen, wenn sie was übrig haben, kaufen sich keine Konsumprodukte, sondern gehen es an. Kaufen Aktien, Immobilien. Und da wird also an diesen Märkten das Geld nachfragewirksam und deswegen steigen die Preise an diesen Märkten. Man könnte also sagen, im Grunde ist es eine partielle Inflation. Diese Spekulationsblase ist eine partielle Inflation. Und es kann sogar so weit sein, dass man ja gerne teilnimmt an diesen tollen Preissteigerungen im Aktienmarkt, also verzichte ich auf Konsum, ziehe also Geld aus dem Konsum, aus dem Konsumgütermarkt und bringe es in den Aktienmarkt, dann kann es sogar passieren, dass wir eine Deflation messen am Konsumgütermarkt. Also die Inflation wird ja an eine Preissteigerung im Konsumgütermarkt gemessen. Es könnte sogar theoretisch sein, dass wir deflationäre Tendenzen haben im Konsumgüterpreisindex, obwohl die Geldmenge stetig steigt. Das passiert zum Beispiel in China Ende 2009, da gab es eine leichte Deflation, trotz auch enormer Geldmenge. Das ist das, was ich als Inflations-Deflationsparadoxon bezeichnen möchte. Beim letzten Mal haben wir auch schon erwähnt, dass Konjunkturschwankungen in die Kontradiff-Zyklen auch damit was zu tun haben könnten. Die Kontradiff-Zyklen, was ist das? Das sind lange Wellen, die nach dem russischen Forscher Kontradiff mal dann stattfinden, wenn eine neue Technologie erfunden wird, die dann zu einem sich selbst tragenden Aufschwung kommt. Aber tatsächlich sind immer dann, wenn es zu diesem Aufschwung kam, war es vor der Finanzkrise. Es könnte durchaus sein, dass das alles zusammenhängt. Dass immer dann, wenn man praktisch das Finanzsystem aus der Krise kommt, waren dann wieder Gelder da, um die neuen Technologien überhaupt erst zu finanzieren, während sie vorher noch keine Finanziers gefunden haben. Und dafür spricht auch, dass viele dieser Technologien wie die Dampfmaschinen und Elektrizität schon vorher, also vor Watt und vor Edison erfunden wurden. Ich glaube, die Dampfmaschine wurde von Newcomen erfunden und die Mühlbilder von Möbeln umgekehrt. Also schon 50 Jahre vorher hatten eben keine Finanziers gefunden. Auch die Diesel. Der Dieselmotor wurde nicht von Diesel, sondern von Köhler erfunden, von Herrn Köhler. Aber erst der Diesel hat jemand gefunden, der den Bau der Maschine letztendlich finanziert hat. Und was viele feststellen, was auch die Gewerkschaften häufig herausstellen, ist, dass wir trotz Wirtschaftswachstum einen geringen
Wohlstand haben, also dass der Wohlstand zurückgeht, zumindest bei einigen, trotz stetigem Wirtschaftswachstum. Und das ist ja die, das sind die sogenannte Threshold-Hypothesis, die inzwischen auch relativ weit anerkannt ist. Da gibt es also Studien, die zeigen, dass das PIB sich und der ISEF, der Index of Sustainable Economic Growth, nicht immer gleichzeitig parallel bewegen. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt laufen sie parallel und dann laufen sie auseinander. Und das ist bei den europäischen Wirtschaften meistens so um 1975 passiert, wo die auseinanderlaufen. Und es kann sein, dass man könnte vermuten, dass das genau der Punkt ist, an dem die Kreditgeldmenge schneller wächst als das Wirtschaftswachstum. Das heißt, der Real bleibt nachher weniger vom Wohlstand, vom produzierten Wohlstand. Wie kann man das, welche Lösungsansätze können wir finden? Wie kann man das System verbessern, dass es eben nicht zu diesen Auswirkungen kommt? Meiner Ansicht nach ist die beste Lösung hierfür das von Silvio Gesell vorgeschlagene Freigeld. Um das zu verstehen, müsst ihr erstmal verstehen, warum es eigentlich überhaupt einen Zins gibt. Der Zins ist nämlich eine Nichtfortungs- und Liquiditätsprämie. Menschen horten ja gerne Geld. Das Keynes nannte das die Vorliebe für Liquidität. Warum horten wir gerne Geld? Weil wir gerne für schlechte Zeiten sparen. Und das ist mit unserem Geld auch ohne Probleme möglich, anders als bei Produkten, die verderben. Und diese Sonderstellung der Produkte, die anders als diese Sonderstellung des Geldes, die anders als Produkte immer gut aufgeladen sind, diese Monopolstellung, die sich Silvio Gesell nannte, die gibt also diesen Anreiz, Geld zu horten, anstelle es auszugeben. Natürlich hat jemand, der Geld gehortet hat, gar keinen Grund, es jemand anders auszuleihen. Es sei denn, der andere, der es braucht, gibt ihm einen Anreiz, und dieser Anreiz, der heißt eben, das ist eben der Zins. Und der Zins ist eine Nichthortungs- und Liquiditätsprämie, wie sie Keynes nannte. Eine treffende Beschreibung. Was passiert denn, wenn Menschen Geld horten? Also wenn keiner sein Geld ausgeben würde, oder alle, die das, jeder hat sein Geld jetzt zu Hause und so weiter, ein bisschen noch einen neuen Geldschein hat, dann tut er dann auch noch einen Geld. Und dann möchte er gar nicht ausgeben. Was passiert dann? Dann kriegen wir Deflation. Wenn das Geld nicht an den Märkten Nachfrage wechseln muss, dann sinken die Preise. Und wenn die Preise sinken, was passiert dann? Dann haben Menschen noch weniger Grund, Geld auszugeben. Dann haben sie noch einen Grund mehr zu haben, weil morgen die Preise möglicherweise noch günstiger sind. Und das kommt dann zu der verheerenden Situation, die sie in den 1930er Jahren hatten, eine ganz starke Deflation. Wir müssen also versuchen, das Horten zu verhindern, ohne dass es dazu einen Zins bedarf. Also heute horten Menschen deswegen kein Geld, weil es zu Bank, was es einen Zins gibt. Aber wir müssen also gucken, wie wir das schaffen, das Horten zu verhindern, ohne dass es den Zins bedarf. Und das war die Idee von Silvio Gesell. Silvio Gesell hat das sogenannte Freigeld erfunden. Das ist ein Geldschein, auf den die Menschen in regelmäßigen Zeitabständen Steuern abgeben müssen. Vielleicht 1% alle 3 Monate von dem Wert des Geldscheines. Und das gibt also einen Anreiz, den Schein nicht für längere Zeit zu horten, sondern ihn weiterzugeben oder vielleicht sogar auszuleihen, kostenlos, ohne Gegenleistung, ohne Zins. Weil der Halter des Geldscheines kann ja froh sein, dass er ihn losfährt. Wenn er zu Hause war, muss er dauernd Marken drauflegen. Und das ist ein Geld, das sich praktisch dem Wesen der Natur entspricht, weil es sich nicht wie Geld, wie Güter selbst erwertet. Und der dadurch direkte Angebotsdruck des Geldes führe dann zu Zinssätzen, die gegen Null tendieren. Und im Übrigen würde das Ungleichgewicht der Verhandlungspositionen zwischen Geldbesitzern und Warenbesitzern verschwinden. Heute ist es ja so, dass jemand, der eine Ware verkaufen will, der ist ziemlich im Zeitdruck. Ein Computer ist schon nach 3 Monaten weniger wert. Wer der Geld hat, hat eine Zeit der Welt. Und diese Ungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht der Verhandlungspositionen würde auch verschwinden und das entspräche im Grunde dem kategorischen Superlativkanz, also der nächsten Linie. Keynes fand die Idee von ihm sehr gut. Er hat sie auch diskutiert in seinem Hauptwerk und war überzeugt, dass die Zukunft mehr von Gesell als von Marx lernen würde. Leider sollte er bisher jedenfalls nicht recht behalten. Und auf der Bretton Woods-Konferenz, auf der ja das jetzige Weltwirtschaftssystem basierend auf dem Irland festgelegt wurde, ist ja eine internationale Währung vorgeschlagen mit Umlaufsicherung, also die dem Freigeldgesetz entspricht oder daran angelegt ist. Auch Irving Fisher, der andere große Ökonom des letzten Jahrhunderts, hielt sich selbst für einen bescheidenen Kaufmann Silvio Gesells und schrieb auch ein Buch, das die Ideen übernimmt, das ist ein Stamp, was heute leider kaum jemand weiß. Das Freigeld wurde erfolgreich erprobt, es ist also nicht so, dass es jetzt nur eine Theorie ist, das gab es also tatsächlich mal in Börgen, Frau Stiebichler wird das am nächsten Tag sicherlich noch ausführlicher darstellen, unter anderem auch in Schwanenkirchen und die
Phase. Die Erfahrung war oftmals sehr positiv, die Arbeitslosigkeit sank, die Kommunen hatten wieder Einnahmen. Viele Menschen waren bald schuldenfrei und man sprach vom Wunder von Schwabenkirchen und Würgeln. Auch in Liechtenstein, der Schweiz, Frankreich, Spanien und 13 Städten der USA gab es damals Freiwilligexperimente in den 30er Jahren. Das berühmteste Freiwilligexperiment war die Brakteaten. Die Brakteaten war eine Währung, die in den größten Teil des Mittelalters, im großen Teil von Europas im Mittelalter gebraucht wurden, von 1000 bis 1300 etwa. Die Brakteaten, das waren ganz grüne Brechmünzen. Die waren also damals erstmals möglich geworden, weil eine neue Prägetechnik erfunden wurde. Bis dahin war es ganz kompliziert, den Münzen herzustellen. Und dann hat man also irgendwann also rausgekriegt, wie man das ganz zügig macht. Natürlich ist es kostengünstig und das gab der Königin dann die Möglichkeit, Steuern zu erhöhen. Wie machten die das? Die haben gesagt, alle Leute, ihr müsst mir alles Geld geben und ich gebe es euch zurück mit einem anderen Gesicht auf der Münze. Aber ich behalte den Teil ein. Weil die hatten, die Münze hatte ja damals einen Goldanteil oder einen Silberanteil und das war so ein, der sogenannte Schlagsatz. Und die Könige hatten also die Möglichkeit, da die Steuern zu erheben. Und wie haben sie sichergestellt, dass die Menschen auch ihr Gold oder ihre Münzen abgaben, indem sie eben anschließend das Kopf und Zahl also verändert haben, also ein anderes Gesicht drauf geprägt. Und das hatte einen ganz positiven Nebeneffekt. Die Menschen, das Geld floss wieder. Das, was praktisch heute in den Taschen einiger landet, durch, also durch dieses der Umverteilungssystem des Zinses, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, fand also nicht statt, das Geld wie bei den Menschen. Die Menschen hatten die Wirtschaft blühte auf, es wurden die Kathedralen gebaut, also hatten damals Zeit, sowas Schönes zu bauen. Heute hat man nicht mal das Geld für eine ordentliche Fassade, dann konnte man Schlösser und Kathedralen bauen. Und das war eine 4-Tages-Woche. Der Montag war häufig frei, sagt man, das ist der sogenannte blaue Montag, da waren Menschen mit ihrem blauen Hemd auf der Straße und haben gefeiert, das ist der blaue Montag. Und offenbar war das Einkommen auch recht groß, es sprachen etwa die Kosten der Herstellung eines Paar Schuhes, was damals ja ein richtiges Kunstwerk war, gemacht. Ja, und das war leider abrupt vorbei, als der Währungsbewertlos eingeführt wurde, also der ewige Pfennig, praktisch unser heutiges Geldsystem. Und damit begann der Abstieg ins finstere Mittelalter mit all seinen Seuchen, und vermutlich auch was mit der damals vorherrschen Armut zu tun hatte. Verhungert ist dann natürlich leichter an der Krankheit erkranken, als wenn man fit ist. Martin Luther hat dazu ganz interessanterweise gesagt, der Zins ist ein großes Ungeheuer, ähnlich einem Werwolf, der alles verwüstet, ärger als irgendein Schurken. Er ist nicht viel über 100 Jahre gestanden und hat schon fast eine fürstenstiftstädtartige Erben in Armut, Jammer und Verderben gebracht. In einigen Ländern gibt es ja ein Zinsverbot, insbesondere in den islamischen Ländern. Das ist etwas ganz was Ähnliches wie Freiheit. Das ist nicht so etwas ganz was anderes, sondern im Grunde ist es gleich. Was passiert nämlich, wenn Banken keine Zinsmarge verdienen können? Wenn sie keine Kredite vergeben können, dann können sie auch keine Zinsmarge verdienen. Also werden Banken bald wieder das, was sie ursprünglich mal waren, nämlich eine Institution, wo Menschen ihr Geld orten, weil es dort sicherer ist als zu Hause. Aber dann müsste man natürlich die Gebühr erheben. Also das Info müsste ja dann Geld verdienen. Also würde das Porten zumindest großer Geldbeträge, die man nicht Sicherheitsgründen nicht auf der Bank, also nicht zu Hause unter dem Topfkissen lagern kann, eine Gebühr kosten. Und das ist natürlich etwas ganz was Ähnliches wie die Gebühr, die man auf den Geldschein draufklebt. Das heißt, wir sehen, wenn man durch die Rückhaltekosten, die sie Keynes nannte, zu den null tendierenden Zinssätzen kommen möchte, so müsste ein Zinsverbot umgekehrt zur Rückhaltekosten in Form von Kontogebühren. Das ist also eigentlich was ganz was Ähnliches. Auch etwas ganz Ähnliches sind negative Zentralbankzinsen, die vorgeschlagen wurden von Gregory Mankiw und William Luther. Das sind zwei ganz berühmte, ganz bekannte Professoren. Das war uns der, von dem ich eben gekonnt hatte, aus dem letzten Lehrbuch. Und die haben beide explizit und unabhängig voneinander haben die also negative Zentralbankzinsen vorgeschlagen und explizit gesagt, dass das etwas Ähnliches ist wie die Gebührenmarken basierte Gesellschaft. Die Gebührenmarke ist im Grunde ein Negativzins. Da müsste man allerdings darauf achten, wenn man negative Zentralbankzinsen einführen wollte, dass die so stark negativ sind, dass praktisch die Kredite der Geschäftsbank an den Kunden kostenlos sind. Worauf kommt es an? Alle drei Vorschläge haben eins gemeinsam. Sie haben einen Umweltzugang in Form von Rückhaltekosten. Das Geld kann man nicht längere Zeit horten. Es gibt einen Anreiz, es auszugeben oder kostenlos zu verleihen.
Das heißt, Geld würde also fließen, ohne dass dazu der positive Zins als Liquiditätsprämie notwendig ist. Das ist also das, worauf es ankommt. Und alle folgenden diskutierten, oder im übernächsten Punkt diskutierten vermeintlichen Vorschläge, fehlt die Umlaufsicherung. Jetzt möchte ich noch auf den Punkt zu sprechen kommen, nämlich auf die Verwirrung der Wirtschaftswissenschaften. Es wird also in den Wirtschaftswissenschaften praktisch nie unterschieden zwischen den Kreditzinsen oder der Verzinsung einer realwirtschaftlichen Investition. Das heißt da auch Verzinsung. Das ist alles eine Verzinsung. Ich lege Geld irgendwo in ein Unternehmen an, oder holt ein Unternehmen, das, was ich da verdiene, das ist eine Verzinsung, genauso wie das, was ich auf der Bank kriege. Es wird also nicht zwischen der Zins als der Geldleihe und aus der Rendite einer realwirtschaftlichen Investition unterschieden. Das ist aber nur der Zins als Sekundärphänomen des nicht unaufgesicherten Geldes, was letztendlich zur Ausweitung der Geld- und der Schulden geführt. Die Erwirtschaftung von Produktivgewinnen, also der Lohn der Arbeit, ist natürlich nicht so tadel und selbstverständlich auch ohne Zins möglich. Und ein Beispiel für diese Verwirrung möchte ich hier anführen, einen Text, der mal veröffentlicht wurde von der Bundesbank. Und dort wurde also argumentiert, dass die Ideen von Silvio Gesellenbund falsch wären, weil den Zins kann man gar nicht verhindern. Selbst in Zeiten der Tauschwirtschaft, früher, als es noch gar kein Geld war, gab es schon Zins. Beispielsweise, wenn ein Schmied einem Bauern zeitlich befristet einen Pflug leiht und dafür als Gegenleistung einen Sack Kartoffeln bekommt aus der Ernte. So wird argumentiert, dass das praktisch der Sack Kartoffeln wäre, aber ein Zins. Ist das ein Zins? Ist der Sack Kartoffeln ein Zins? Ein Teil davon kann Zins sein. Was bitte? Ein Teil davon kann Zins sein. 10 Kartoffeln sind Zins und. Wo ist der entscheidende Unterschied? Das ist eine Ertragsbeteiligung. Genau, das ist eine Ertragsbeteiligung. Also es gibt hier zwei Unterschiede zur Geldleihe. Also es ist kein Zins, warum nicht? Einmal ist der Film Realkapital, kein Geld, das ist ein Sach- oder Produkt, das verdient wird. Und außerdem ist der Sackkartoffel ein realwirtschaftlicher Gewinn aus der Ernte. So, dass er tatsächlich etwas produziert, es wird also nicht Geld mit Geld verdient. Deswegen kann sich auch nicht die Geldmenge von der. Wenn alle Kredite so funktionieren würden, könnte sich nicht die Geldmenge von der Produktivwirtschaft abkoppeln, wie es im Moment passiert. Das Beispiel unterscheidet sich in zweifacher Weise von einer Geldleihe. Also zum einen wurde nicht Geld, sondern ein Pflug, also ein Realgut verliehen. Und zum anderen wurde tatsächlich, das, was da bezahlt wurde, ist ein tatsächlicher erwirtschafteter Anteil aus der Ernte. Und wenn der es keine Ernte gegeben hätte, hätte er auch nichts bezahlt. Beide Aspekte für sich allein reichen schon aus, dass es sich nicht um eine Geldleihe handelt. Also selbst wenn er Geld verdient, hätte ich dafür verdient. Aber die Tatsache, dass praktisch der Sack Kartoffeln an die Ernte gekommen ist und er nur deswegen was kriegt, wenn auch wirklich eine Ernte da ist, reicht schon aus, dass es sich hier nicht um eine Geldleihe handelt, sondern um eine produktivwirtschaftliche Investition, sozusagen um eine Eigenkapitalbeteiligung in die kleinste Unternehmung Bauer. Also immer dann, wenn Geld dabei, aber meine Verzinsung an die Rendite des damit finanzierten realwirtschaftlichen Projektes gekoppelt ist, das ist ja auch kein Kredit, sondern es ist im Grunde eine realwirtschaftliche Investition, im Grunde eine Eigenkapitalbeteiligung. Häufig wird auch gesagt, Freigeld oder auch Negativzinsen würden nicht funktionieren oder auch Zinsen würden nicht funktionieren, weil ich könnte ja mein Geld im Ausland anlegen. Stellen wir uns vor, in Europa gibt es jetzt hier so, also das Euro wäre jetzt ein Freigeld. Könnte ich dann in der Schweiz praktisch verzinst, also könnte ich dann in der Schweiz ein verzinstes Konto kriegen? Dann kann man der Umlaufsicherung durch ein auf inländische Währung lautendes Konto im Ausland entgehen. Könnte ich also diese Umlaufsicherung entgehen, wenn Europa jetzt eine Umlaufsicherung hätte, könnte ich den Euro in der Schweiz anlegen, in der Schweiz gibt es auch bei Kunden. Damit seine Umlaufsicherung entgehen? Die Schweizer würden ja weniger zahlen dafür. Also sie können am Bock auf ein Negativzinsgeld haben. Ja, und spricht der Wechselkurs. Würde überhaupt, also die, wenn ich also in Europa praktisch dann kostenlose Kredite bekäme, dann würde ich ja nicht in der Schweiz dann Zins bezahlen, um mir Euros zu leihen. Also die Schweizer Bank könnte also nicht Euros verleihen und dann eine Zinsmarge verdienen. Wenn sie das nicht kann, wird sie natürlich auch nicht. Also muss ja der Depotgebühr erheben. Genau, die wird dann stark auch, also auch in dem Ausland eine Umlaufsicherung praktisch dabei. Also die ausländische Bank wird nur dann ein gebührenfreies Devisenkonto anbieten, wenn es das Geld verleihen kann,
Aber ich werde wohl niemand im Ausland Zinsen bezahlen, wenn die Kredite fortgehen, kostenlos ist. Ein weiterer Aspekt ist sehr interessant, die Länder müssen sich automatisch an die Wirtschaftsleistung anpassen, davon bin ich ziemlich überzeugt. Eine Steigerung der Wertschöpfungskraft eines Landes erfordert der Investitionen und wird sich daher auch in der Nachfrage nach sodann kostenlosen Krediten äußern. Und wenn dann also die Kreditvergabe ausgeweitet wird, auch durch kostenlose Kredite, würde sich auch die Geldmenge anpassen, also sie würde sich erweitern, und zwar genauso stark, wie es auch wie die Wirtschaftskraft wächst und ungefähr in der Flaute würde die Nachfrage nach kostenlosen Krediten sinken und damit auch die Geldmenge sinken und das passt dann ja zu der gesunkenen Wirtschaftsleistung. Und das ist praktisch dahinter, was heute passiert. Und dann würde also der Impuls für die Nachfrage nach Krediten entstünde aus dem Wirtschaftswachstum, so es dieses ergibt. Heute dagegen entsteht umgekehrt der Puls für Wirtschaftswachstum aus der stetigen mathematischen Gesetzmäßigkeit wachsenden Kreditwertschöpfung. Ja, heute müssen wir wachsen, weil wir uns praktisch in der Kreditwertschöpfung ausrichten, nicht umgekehrt. So, die nächsten fünf Punkte habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, jetzt habe ich die jetzt ganz schnell durch. Finanztransaktionssteuer sind natürlich nur eine Formate, machen wir die vermeintlichen Lösungen. Vermeintliche Lösungen, da gibt es ganz viele. Finanztransaktionssteuer, die gerade beschlossen wurden, bringen natürlich gar nichts, also zumindest nicht viel, warum nicht? Weil die Spekulation besteht ja dadurch, dass eine riesen Geldmenge irgendwo hin will. Also sie geht entweder in die Aktienmärkte oder in die Immobilienmärkte und äußert sich dort als Nachfrage und erhöht dort die Preise. Im Grunde ist ja die Spekulation eine partielle Inflation und sie gab es immer schon. Also seitdem unser Finanzsystem so funktioniert wie jetzt, gab es immer wieder Zeiten mit Spekulation, zum Beispiel auch 1937 in Holland, das ist die sogenannte Tulpenblase gewesen, kostete da also ein Dreifamilienhaus so viel wie eine Kiste Tulpen, oder umgekehrt, eine Kiste Tulpen war so viel wert wie ein Familienhaus. Und damals gab es keine so tollen Börsenplätze, also die Leute mussten auf den Marktplatz gehen, eine Kiste gegen den Grund, wie der Grundschein. Die Kiste gegen Haus. Das war ziemlich kompliziert. Also sicherlich komplizierter als heute zur Börse gehen und auch eine Steuer von 1% zu zahlen. Die einzige Möglichkeit, die Spekulation ansonsten zu verhindern, wäre also den Handelsverbot, das wollen wir nicht. Sparen ist auch keine Lösung. Wir haben immer gesagt, wir müssen sparen, sparen, sparen. Warum nicht? Wir hatten ja am Anfang gesagt, es ist gar nicht möglich, dass praktisch andere Kredite zurückzahlen. Das geht nicht. Aber selbst wenn es ginge, dann würde ja auch die Geldmenge schrumpfen. Und wenn die Geldmenge schrumpft, dann haben wir noch so viele Produkte hier im Land, dann würden wir Deflation haben. Das hätte entsprechend schlimme Folgen. Übrigens sind ja die reichsten Aktionen auch gleichzeitig diejenigen, die am meisten verschuldet sind. USA, Japan, Deutschland, als zumindest in absoluten Zahlen. Man könnte ja fragen, warum ist eigentlich Deutschland so verschuldet? Wir haben so eine tolle Infrastruktur hier, ist die nichts wert, sogar negativ wert? Aber es kommt eben dahin, dass Vermögen gleich schuld sind und da, wo es viele Vermögen gibt, gibt es immer viel Schulden. Rettungsschirme, was machen Rettungsschirme? Lösen die Problematik. Rettungsschirme schieben die Problematik nur auf. Das ist praktisch ein Instrument zur künstlichen Ausweitung der Kreditgeldmenge. Die Banken können jetzt, eigentlich können sie jetzt keine Kredite mehr in Portugal, Griechenland vergeben oder Spanien. Und durch den Rettungsschirm wird das abgesichert. Also durch Steuergelder, durch deutsche Steuergelder wird jetzt abgesichert, dass trotzdem noch die Banken weiterhin Kredite vergeben können. Also ihnen Zwang, Kredite zu vergeben, werden sie jetzt nicht gebremst, obwohl eigentlich die Länder schon zahlungsunfähig sind. Mit der deutschen Steuerkraft können die noch weiterhin Kredite abgesichert werden. Also die Kreditvergabe wird noch einen Moment aufrechterhalten. Goldstandard. Goldstandard bedeutet ja, dass hinter jedem Geldschein bestimmte Menge Gold hinterlegt ist. Ist das die Lösung des Problems? Goldstandard kann auch keine Lösung sein, warum nicht? Der ehemalige Weltbankchef hat das ja ins Gespräch gebracht. Wahrscheinlich gibt es bald auch einen Goldstandard. Ich vermute mal, dass es, wenn der Euro gecrashed ist, dann gibt es wieder einen Goldstandard, damit die Menschen Vertrauen schöpfen. Aber Gold hat ja gegenüber Realgütern die gleiche Monopolstellung wie das heutige Geld. Das kann man ganz toll horten. Und wenn die Menschen Gold anfangen zu horten, dann haben einige erzählen, die anderen nichts. Und derjenige, der Gold hat, leitet dem anderen nur, wenn er einen Anreiz kriegt, und der Anreiz ist der Zins, und wenn wir Zins haben, bringt sich irgendwann die Goldmenge, also die Geldmenge, die Gold verbrieft, auch zu vermehren. Und das geht so lange, bis es noch Gold gibt, die man um das decken kann, aber irgendwann reicht, so viel Gold gibt es irgendwann dann nicht mehr, da muss man irgendwann den Goldstandard auflösen. Und das wurde auch immer wieder getan, deswegen ist kein Goldstandard hat jemals ewig gehalten.
Dann kommt irgendwann eine Krise, dann führt man wieder einen Grundstand dabei und das geht dann ein paar Jahre, 30 Jahre und dann reicht ist die Geldmenge so groß, dass es wieder nicht reicht, dann muss man ihn wieder auflösen. Und das freie Marktgeld, das ist im Grunde, das haben Ludwig von Mises und Hayek vorgeschlagen, das ist freies Marktgeld. Freies Marktgeld heißt, der Staat kümmert sich um nichts und wartet, dass die Menschen anfangen, das Geld zu verwenden, was sie möchten. Wahrscheinlich würde sich dann Gold etablieren. Wie gesagt, das ist ja nicht die Lösung. So. 100% Mindestreserve. Es ist ein Vorschlag, auch von Ludwig von Mises kommt und auch von Ludwig Fischer aufgegriffen wurde in seinem bekannten Buch 100% Money. Worum geht es bei dem Vorschlag? Es geht darum, das System der fraktionalen Reserve, was ich am Anfang dargestellt habe mit dem Konten, nicht mehr funktionieren kann. Also wenn 100% der Sichtanlagen hinterlegt werden müssen bei der Zentralbank, kann also die Bank nicht Kredite vergeben aus den Sichtguthaben. Und das ist natürlich erstmal gut. Warum? Es kann nicht zu dem gefürchteten Bankrun kommen. Was ist ein Bankrun? Bankrun ist, wenn die Menschen Geld abgeben wollen bei der Bank und die Bank hat das Geld nicht, weil sie es verdient hat. Also es gibt mehr Menschen, es wollen mehr Menschen Geld abgeben als die Mindestreserve, also als die Bankreserve hat und dann muss sie schließen. Und wenn sie aufmacht und die Menschen dann immer noch ein Geld haben, muss sie Konkurs anmelden. Und das schafft natürlich wenig Vertrauen, die Leute sprechen sich, das spricht nicht rum und alle anderen Menschen gehen auch zu ihrer Bank und wollen die Geld haben und dann müssen alle Banken schließen. Das sind also die gefürchtete Bankrun und der würde natürlich vermieden werden, wenn 100% der Sichtanlagen hinterlegt werden müssten. Also die Bank könnte praktisch keine Kredite aus Sichtanlagen vergeben. Trotzdem passieren natürlich Kredite aus Festgeld vergeben. Also ich könnte trotzdem zur Bank gehen und sagen, ich möchte mir Geld fest anlegen, 2 Jahre, und die Bank kann das Geld ausleihen. Und damit wäre das eigentliche Problem nicht gelöst. Nicht gelöst oder nicht vermieden würde nämlich der Zins. Das heißt, auch wenn die Banken nur Kredite aus Festgeldern vergeben, würde sich das Kreditvolumen, also würde einerseits die Geldmenge wachsen und auch das Kreditvolumen müsste ausgeweitet werden. Und auch wenn sich Kredite dann nur aus Festgeldern vergeben lassen, wird sich die Geldmenge wachsen. Denn Festgelder sind ja ebenfalls in der Definition der Geldmenge enthalten. Fazit, die Idee von der 100%, die Mindestreserve, ist also keine Lösung des Problems. Es ist allerdings besser als das jetzige System. Allerdings würde der Bankrun verliehen und das System würde wahrscheinlich für zusammenbrechen. Warum? Weil der Trick mit der Mindestreserve, also der fraktionellen Reserve, wie wir es heute haben, ermöglicht die Banken, Kredite aus Sichtguthaben zu vergeben. Und Sichtguthaben sind ja für die Banken ganz günstiges Geld. Aber die Kredite, die sie daraus vergeben, werden trotzdem teuer. Das heißt, da haben sie eine Riesenmarge. In dieser Marge können sie praktisch die anderen Guthabenzinsen quersubventionieren. Das heißt, der Trick mit der fraktionellen Reserve ermöglicht es den Banken praktisch, das System noch länger aufrechtzuerhalten. So, und andersrum würde wahrscheinlich das Freigeld automatisch ein 100% Money-System sein, weil ja dann nur Kredite vergeben würden aus den Freigeldern, wenn der Kunde das extra wünscht. Ja, automatisch nur Kredite aus Festgeldern. Die Abschaffung des Euros wird ja auch diskutiert. Warum? Was ist der Problem am Euro? Der Euro schuld an der Finanzkrise. Wird häufig aber gesagt, warum? Der Euro ist ein systemfester Wechselkurs. Das heißt, die Währung der einzelnen Länder können nicht gegeneinander aufgehängt werden. Und das schafft Probleme mit den Handelsbilanzen. Also schafft Ungleichgewicht in den Handelsbilanzen. Warum? Aus deutscher Sicht ist der Euro eigentlich unterbewertet. Wenn wir eine eigene Währung hätten, dann wäre wahrscheinlich durch die starken Exporte, die wir haben, die Währung, die D-Mark wird so stark nachgefragt, dass sie viel teurer werden. Das würde den Export bremsen. Andererseits würde die gute Kaufkraft dann auch einen Anreiz geben, mehr zu importieren. Wenn wir heute relativ wenig importieren, verglichen zumindest zu dem, was wir könnten, wenn wir eine eigene Währung hätten. Bei den Südländern ist das unterschiedlich. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Weniger produktiv, deren Währung würde abwerten gegenüber der D-Mark. Das kann sie jetzt nicht, haben wir die gleiche Währung. Mit anderen Worten, deren Produktion ist relativ teuer, der Export geht schlecht voran. Andererseits haben sie Anreiz, besonders viel zu importieren, weil sie eine Währung haben, die mehr wert ist und eine stärkere Kaufkraft hat, als ihre Währung hätte, wenn sie eine eigene Währung hätten. Und das ist aber noch ein zusätzliches Problem des Euros. Sozusagen ist das ein extra Problem, da die negativen Handelsbilanzen der Südländer müssen natürlich durch Kredit ausgeglichen werden.
Dann hast du noch ein zusätzliches Problem. Auch ohne den Euro werden es gerade in Südländern, die Länder mit weniger Produktivität, die zuerst den Zinsdienst nicht verbringen können. Das ist sozusagen, wenn jemand schon im Abgrund steht, dann kriegt er noch einen zusätzlichen Stoß. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Ich habe noch einen schönen Chart gefunden, wo man die Handelsbilanzen sieht, wie die Deutschen stark positiv und die der Südländer, die 70 Staaten, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Irland, das ist praktisch das Spiegelbild von der deutschen Handelsbilanz. Also so stark positiv wie die deutsche Handelsbilanz im Moment ist, so negativ sich angehört und deswegen wird in Deutschland ja auch vorgehalten, wir müssen unsere Handelsbilanz ausgleichen, weil wir sind daran schuld, dass die anderen so negativ sind. Das ist wirklich Quatsch. Das ist nicht der Euro und im Grunde leiden wir ja auch darunter. Warum leiden wir darunter? Weil unsere Währung eigentlich eine größere Kaufkraft hätte. Diese positive Handelsbilanz ist ja nicht so positiv, weil wir mehr exportieren, sondern weil wir weniger importieren. Der deutsche Export ist nämlich immer gestiegen. Früher, als ich noch die D-Mark hatte, hatten wir nicht weniger starken Export. Also der Export ist seit dem Zweiten Weltkrieg stetig gestiegen, das steigt auch jetzt, aber früher war die Handelsbilanz ausgeglichen. Warum? Weil wir früher weniger importiert haben. Und das können wir auch, ist auch eigentlich logisch, denn die Vorprodukte, die wir einkaufen müssen, sind ja entsprechend günstig, wenn die Währung stark ist. Das gleicht dann den Nachteil der starken Währung aus beim Export. Das ist eine Statistik, die jetzt zeigt, wie der Export sich entwickelt hat in Deutschland. Also ist immer positiv gewesen, ist auch jetzt noch positiv und wächst stetig, aber der war auch Unternehmer immer gewachsen. Die Tatsache, dass wir jetzt so einen Handelsbilanzüberschuss haben, ist, weil wir weniger importieren, nicht weil wir mehr exportieren. Und das ist letztendlich etwas, was uns allen als Bürger schadet. Das bedeutet nämlich, warum importieren wir weniger, dass die Währung zu schwach ist. Und damit sind auch alle anderen Produkte teurer, die ja Vorprodukte enthalten, importierte Vorprodukte. Deswegen empfinden wir den Euro als teurer. Im Grunde haben wir weniger Kaufkraft, als wir mit der eigenen Währung hätten. Und die Südländer haben mehr Kaufkraft, als wir mit der eigenen Währung hätten. Und deswegen kaufen sie so viel. Deswegen ist deren Handelsbilanz so negativ. Im Grunde ist das eine indirekte Subvention des deutschen Bürgers an die Südländer. Aber diese Transferunion erkennt leider kaum jemand. So, Bad Banks. Bad Banks ist auch eine Idee, wie man die Krise löst. Was sind Bad Banks? Das sind schlechte Banken, wie der Name sagt. Schlecht im mehrfachen Sinne für den Steuerzahler, nämlich. Was macht der Staat? All die faulen Papiere, also die Kreditforderungen, die jetzt praktisch ausfallen, gibt der Staat eine Bad Bank. Das heißt, als erstmal entstand diese Blase durch Zinsen, die Menschen arbeitet haben, weil Geld arbeitet ja nicht, müssen Menschen was arbeiten. Dann wurde der Bank eine Steuerwehr gerettet. Jetzt übernimmt der Staat auch noch die anderen faulen Kredite, die noch übrig geblieben sind, in der Bad Bank. So, und weil der Staat natürlich auch gar kein Geld hat, ist ja das, was er den Banken schenkt, irgendwo herkriegen, also nimmt er Kredit auf. Und das kommen also noch die Zinsen dazu, ja, für diesen Kredit, die wir der Steuerzahler zahlen. Jetzt wird es mal lustiger. Die Zinsen fließen wieder der Hochfinanz zu, denn der Staat ist ja überwiegend bei seinen Banken, bei den privaten Banken verschuldet. Mit anderen Worten, der Staat hält die Banken, indem er bei ihnen selbst Kredite aufnimmt und ihnen nach das Geld schenkt. Also, grob gesagt. Eine grobe Vereinfachung. Fazit, die Gründung einer Weltbank bedeutet Umwandlung fauler Kredite für Belegforderungen gegen den Staat und gegen den Steuerzahler. Indexierte Währungen, das ist jetzt ein Punkt, den ich ausführlich besprechen möchte, der eigentlich beim letzten Mal auch nicht drin. Was sind indexierte Währungen oder gekoppelte Währungen? Man könnte sich ja vorstellen, dass man eine Währung an einen bestimmten Wert koppelt, zum Beispiel über Märkte, zum Beispiel Immobilien, Rohöl, oder was auch immer gerade als Wert wichtig anerkannt wird. Und praktisch sagt, jeder Geldschein repräsentiert einen bestimmten Anteil dieser Werte. Im Grunde ist das, also sind das Geldanteile an einem Fonds, an einem Warenkorb. Das ist also eine Idee, die ich auch schon als Jugendlicher mal hatte, mit dem Kind auch ganz verreißend eigentlich. Jeder Geldschein müsste irgendeinen Wert repräsentieren, dann könnte sich das Geld eigentlich entwerten. Also im Grunde könnte man sich vorstellen, dass es Fonds gibt, so wie es jetzt auch Fonds gibt, die man in der Bank kaufen kann. Das sind Werte eingelagert, Immobilien, Land, was auch immer. Und wir zahlen jetzt nicht mit Euro, sondern wir zahlen jetzt mit diesen Fondsanteilen. Weil die Fondsanteile habe ich ja super entwickelt in der Vergangenheit, waren also wertbeständig, also könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, warum nutzen wir nicht Fondsanteile als Währung? Funktioniert das?
der Ernährung ist eigentlich ganz gut, weil Goldkern hat ja eigentlich auch keinen Wert. Das ist ja auch nur ein psychologischer Wert. Aber wenn ich einen Fondanteil habe, dann habe ich irgendwie Immobilien drin oder Rohöl oder was auch immer. Das ist der echte Wert, die Nutzgeschriften. So, es kann also sein, dass mein Fondanteil bisher eine gute Wertanlage gewesen war. Warum? Woran liegt das? Das liegt aber daran, dass der Fonds nicht selbst als Zahlungsmittel verwendet wurde, sondern sein Wert in einer der Inflation sehr wohl unterliegenden Drittwährung angegeben wird. Wenn ich also den Fonds Immobilien habe, Land und so weiter, und diese Werte werden in Euros bemessen, und mit der Euroinflation steigen auch die Wert, also der Preis dieser im Fonds eingelagerten Werte. Also es steigt auch der Preis meines Fondsanteils mit der Inflation. Deswegen kann das sein, bisher, dass der Fondsanteil dann ein guter Wertanlage war. Wenn ich den Fondsanteil selbst als Zahlungsmittel verwende, also seinen Wert nicht in einer Drittwährung bewerte, sondern den Fonds als Zahlungsmittel verwende, was passiert dann? Dann wird er dem gleichen Fehler im Geldsystem unterliegen wie alle anderen nicht unlaufgesicherten Währungen. Also die Wertanlage für Geldanlage geht nur so lange, wenn dieser Wert in einer dritten virtuellen Währung, zum Beispiel in Euros, gegeben wird. Warum virtuelle Währung? Weil im Grunde die ganzen nominalen Geldanlagen virtueller Reichtum sind wie in völlig Sony, die Weltmacht sind ja völlig Sony, wie man nannte. Verwendet man die Fondsanteile selbst als Zahlungsmittel anstelle des Euros, dann würden wir auch anfangen, dann diese Fondsanteile zu hocken oder nur gegen Zins rauszugeben. Und dann würde also das Gleiche passieren, wie mit Goldstein, dann indexieren, das Gefühl, dass später aufgehoben werden. Es sei denn, man würde den Fondsanteil mit der Umlaufsteuer geben. Dann ist ja der Sinn weg, wir wollen ja, also Geld in der Währung oder mit dem Fondsunternehmen oder mit anderen Werten ist ja, dass es sich nicht entwertet. Es ist nicht so, dass gekoppelte solche realen Güter, gekoppelte Währungen natürlich sind. Also mir hat mal jemand gesagt, das ist doch ganz was Natürliches, toll, ne? Ist ja, und dann würden wir wieder zur Natur zurückfinden, wenn Geld mit Gütern gekoppelt wäre. Ja, das ist richtig. Und dann, wenn man Geld an verderbliche Güter koppelt, so wie wenn man mit Produkten handelt, die auch verderblich sind, dann wäre das natürlich. Aber ich kann nicht ein Stück Land übergeben an der Ladentheke. Aber genau das möchte ich davon gehen. Ich möchte ja unverderbliche Güter an das Geld koppeln. Geld kann nicht gleichzeitig Tausch und Wert aufbewahren sein. Und daraus resultiert letztendlich die ganze Problematik. Daraus resultiert der Zins und daraus resultiert dann die Schädenproblematik. Und ich möchte das auch nochmal verdeutlichen an einem weiteren Punkt, den ich den unmöglichen Zirkelschluss nenne. Stellen wir uns vor, wir hätten also jetzt so einen Fonds, der auch Immobilien enthält. Immobilien sind ja nur dann Wert erhalten, wenn man die dauernd Wert erhaltende Investitionen vornimmt, ansonsten würde sich ja die Wohnung oder ein Haus schnell verwohnen. Also eine Immobilie ist nur dann Wert erhalten, wenn man etwas investiert, regelmäßig. Also stellen wir uns jetzt also vor, wir hätten also einen Fonds, und jede Geldeinheit berechnet also zur Ausgabe eines Anteils der in den Fonds enthaltenen Güter. Und dieser Fonds hätte also auch Immobilien. Frage: In welcher Währung zahlen dann die Mieter, der in den Fonds enthaltenen Immobilien wohnt? Also die Mieter, die in den Häusern wohnen, die zu dem Fonds gehören, die möchten ja auch die Miete bezahlen, und zwar in diesen üblichen Zahlungsmitteln. Das übliche Zahlungsmittel ist dann zum Fondsanteil. Wie geht denn das? Also, in welcher Währung zahlen dann die Mieter, der in den Fonds enthaltenen Immobilien ihre Miete? Die Mieter müssen also praktisch der Miete in Geldanlage zahlen und Anteile der Immobilien repräsentieren, der Miete zu zahlen. Also in anderen Worten, wenn ich jetzt also hier so einen, ich habe ich praktisch einen Fondsanteil, der berechnet sich zur Ausgabe von 10 Ziegelsteinen. Also jeder Fondsanteil ist ja praktisch ein Anteil in den Fonds und dann haben wir uns dann 10 Ziegelsteine. Die Miete kostet angeblich zum Beispiel 10, könnte ja sein, dass sie kostet die Miete 10 Geldanleihen. Der Mieter hat das Geld auf seinem Konto, aber der könnte jetzt ja sagen, gib mir bitte statt die 10, also könnte jetzt mal die Ausgabe der Ziegelsteine verlangen. Also 10 Geldanleihen mal 10 Ziegelsteine, dann gebe ich bitte erstmal die 100 Ziegelsteine. Also müsste dann praktisch die Fondsgesellschaft 100 Ziegelsteine aus der Wand reißen, um sie dem Kunden zu übergeben und damit zahlt er dann seine Miete. Also müssten sie dann die 100 Ziegelsteine wieder einbauen. Und dann haben sie noch keine erhaltene Investition getätigt. Also die Katze beißt sich im Beinisch in den Schwanz, das wollte ich damit darstellen.
etwas Ähnliches wie indexierte Währung ist der chilenische Unidad de Fomentos. Auch das wurde an mich herangetragen und gefragt, warum kann man denn nicht den Unidad de Fomentos verwenden als Geldeinheit? Der Unidad de Fomentos ist eine inflationsbereinigte Recheneinheit. Und der Wert dieser Recheneinheit wird täglich festgestellt anhand des Inflationsindexes. Also genau den gleichen Warenkorb, mit dem auch die Inflation berechnet wird. Zum Beispiel ist heute ein UEFE 22.000 Peso wert und vor 10 Jahren war es 10.000 Peso. Also es wächst mit der Inflation. Aber der UEFE selbst hat sich im Vergleich zum chilenischen Peso kaum gewertet. Also was ist das überhaupt für ein Grund, das eingeführt? Das wurde 1967 eingeführt und seither von vielen Ländern kopiert. Das wurde damals eingeführt, weil es eine hohe Inflation gab. Die Banken wollten sicherstellen, dass ihre Zinseinkünfte immer über die Inflation liegen. Also haben sie dann angesagt, wir geben die Zinsen nicht in Pesos an, sondern in UEFs, in den Unidad de Fomentos. Und der UEF wächst halt mit der Inflation. Damit haben sie sichergestellt, dass die Zinsen immer über der Inflation liegen. Bis heute werden also alle Bankgebühren, Zinsen und sonst was, was mit Banken zu tun hat, im UEF angegeben. Und auch Immobilienpreise werden im UEF angegeben, weil ja meistens Immobilien kreditfinanziert werden. Und deswegen haben sich die Makler wirklich hat sich eingebürgert, auch Immobilienpreise in den UEF anzugeben. Und die sind tatsächlich noch nicht gestiegen. Also heute kostet ein Haus das gleiche wie UEF wie vor 10 Jahren. Aber in Pesos ist das natürlich sehr viel mehr, weil ja eben jeder UEF heute doppelt so viel ist. Aber man konnte ja auf die Idee kommen, den UEF als Zahlungsmittel zu verwenden, weil sich ja die Preise im UEF nicht verändert haben. Das ist eine gute Idee, oder? Wenn nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Die Antwort ist, es würde nicht funktionieren. Und zwar aus dem gleichen Grund nicht, wie die indexierten Währungen nicht funktionieren. Dass der UEF wertstabil ist, liegt nämlich daran, dass er bisher nur ein Rechnerwert ist und keine Geldeinheit. Wir zahlen nicht damit. Der Wert ist bisher in der dritten virtuellen Währung, welche Pesos angegeben, welche sehr wohl Inflationsmittel sind. Würde man selbst als Zahlungsmittel verwenden, dann gäbe es natürlich auch eine UEF-Inflation. Wenn also alle Preise in UEFs ausgezeichnet, in einem Supermarkt, wenn alles würde in UEFs bezahlt werden, dann müsste ja jemand, der keine UEFs hat, sich welche leihen. Und das geht dann halt wieder mal nur gegen den Zins. Es sei denn, man würde den Zins in den UEF mit einer Umlaufsicherung belegen. Das letzte Konzept, was ich besprechen möchte, sind verbriefte Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Mittelzeitentscheidung. Die habe ich hier unter vermeintlichen Lösungen gebracht, weil es sich nämlich im Grunde hier gar nicht um Geld handelt. Aber sehr wohl, es ist eine gute Sache. Eine gute Sache, aber es ist nur kein Geld. Deswegen habe ich das hier unter dem Kapitel vermeintliche Lösungen. Was sind Minutezeitentscheide? Das ist praktisch verbriefte Dienstleistungen. Also es ist kalt, es ist anders als Zeitkonten wird natürlich nicht anonymisiert verbrieft, sondern jeder Mensch, der eine Leistung erbringt, kann sie oder eine Leistung entgegennehmen, kann praktisch verbriefen, dass er eine Gegenleistung erbringt. Und dann kann er sie aufschreiben. Zum Beispiel kann ein nehmen wir jetzt an, ein Installateur bringt eine Leistung beim Malermeister und der Malermeister sagt, ja, als Gegenleistung male ich bei dir das Haus an. Und der Installateur sagt, ich brauche jetzt gar diese Leistung nicht. Ich möchte erst in 2 Jahren lang ausgestrichen haben. Dann sagt der Malermeister, wunderbar, hier verbriefe ich dir hier die Leistung, 2 Tage Arbeit mit Würge und so weiter. Und diese Leistung kann der Installateur dann innerhalb von 5 Jahren mit einer bestimmten Zeit, wenn das möglich ist, hier wieder einfordern. Er kann ihn auch weitergeben an jemand anderes, der dann annimmt, der jemand anderes und damit vielleicht ein paar Schuhe erwerben. Es wird zum Teil gesagt, es handelt sich hierbei um ein Guthaben gedecktes Geld. Ist das so? Das Guthaben gedeckt? Guthaben gedeckt sagt man, weil er eine konkrete Leistung dahinter steht. Aber ist das wirklich Guthaben gedeckt? Und das ist nicht wieder auch ein Kreditgeld. Warum Kredit? Weil im Fall, in diesem Fall der Installateur vertraut darauf, er gibt Kredit. Kredit kommt ja von Kredit, das Glauben, als Gläubiger glaubt, dass der Malermeister in Zukunft ihm seine Leistung bringt. Das ist eigentlich auch ein Kreditgeld. Wo ist der Unterschied zum Eurogeld? Der Unterschied ist hier, dass hier ein konkretes Leistungsversprechen verbrieft wird. Das wird verbrieft, wenn ich von der Bank Euros leihe. Wenn ich mir bei einer Bank Euros leihe, dann wird nicht ein Leistungsversprechen verbrieft, sondern ich kriege praktisch Kredit auf einen Schuldschein. Und Geld ist an sich ja auch schon ein Schuldschein.
Also hier wird praktisch Kredit auf ein Leistungsversprechen gegeben und bei der Bank wird Kredit auf einen Schuldschein gegeben. Ganz was Ähnliches ist übrigens das Falun-System in China. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Falun bedeutet Friedensrat. Das gibt es seit 12.000 Jahren und wird auch heute noch in ländlichen Regionen offenbar verwendet. Friedensrat haben, weil ein Rat symbolisiert einen geschlossenen Wirtschaftskreislauf. Und Frieden ist ein freies wie ein Vogel. Das kann jeder verwenden. Das ist praktisch genau das Gleiche wie die Minute Zeitgutscheine, nur dass sie in Schuldbüchern verbrieft werden und nicht in Zettel. Also der Malermeister würde jetzt ein Schuldbuch von einem Installateur anschreiben, der ich bestätige, dass ich 2 Tage Arbeit zu leisten habe. Und das ist also etwas, was seit 12.000 Jahren funktioniert hat und auch wahrscheinlich in Zukunft funktionieren wird. Ah ja, es ist hier mit dem Kredit geschöpft, wie das habe ich ja gerade erwähnt. Also im Grunde ist das eigentlich hier eine Verbriefung einer Dienstleistung. Eigentlich ist das gar kein Geld. Warum nicht? Also zumindest nicht Geld in dem Sinne, dass es ein anonymes und universelles Tauschmittel ist, das immer gegen eine Ware eingetauscht werden kann. Und das ist ja eigentlich das, was wir suchen. Wir suchen ja ein Tauschmittel, was den Tausch vereinfacht. Das ist das eigentlich hier nicht. Vielmehr verbrieft jeder Zeitgutschein eine bestimmte konkrete Leistung. Und im chinesischen Falun-System wird das eben nicht in einem Schein, sondern im Schuldbuch verbrieft. Und das ermöglicht mir jetzt, dass ich praktisch Dienstleistungen tausche. Ich tausche jetzt nicht nur Produkte, ich kann jetzt auch Dienstleistungen gegeneinander tauschen oder Dienstleistungen gegen Produkte. Im Grunde ist es aber klassischer Tauschhandel. Also ich erweitere den klassischen Tauschhandel, wo ich Produkt gegen Produkt tausche, jetzt auch in Dienstleistung, weil ich eine Dienstleistung verbrieft habe. Ich habe also nicht ein System, was den Tausch vereinfacht. Das ist relativ kompliziert. Ich muss immer jemanden finden, der genau diese Dienstleistung haben will und mir ein Produkt dafür geben gibt oder eine andere Dienstleistung. Also es ist relativ kompliziert, aber es ist klassischer Tauschhandel. Nichtsdestotrotz ist das nicht das also nichts Schlechtes, sondern etwas ganz Gutes. Das kann man nämlich neben einem Geldsystem laufen lassen. Also ich möchte jetzt gar nicht dagegen sprechen, ich sage nur, dass es praktisch kein universelles Tauschmittel ist, das Geld ersetzt. Das ist klassischer Tauschhandel. Und der Tauschhandel hat immer funktioniert, ist praktisch das nachhaltigste und natürlichste Finanzsystem der Welt. Und wird auch in Zukunft funktionieren und hat viele Vorteile. Also die Vorteile bei so einem Verbrechen von Dienstleistungen ist nämlich der, dass Menschen hier wieder ihre Fähigkeit entfalten können. Weil heute, wenn wir das verwenden können, weil heute die Menschen eher darauf geachten, dass sie möglichst viel Geld verdienen und nicht, dass sie ihre Talente einsetzen, um dem anderen einen guten Dienst zu erweisen. Das fördert die zwischenmenschliche Beziehung. Warum? Weil ich einen Tauschpartner finden muss, der genau diese Leistung haben will. Dafür muss ich kommunizieren. Menschen würden wieder nützliche Berufe lernen. Ein Bankkaufmann kann zum Beispiel da kaum eine Dienstleistung bei Minute Zeitgutschein angeben, die jemand haben möchte. Dienstleistungen würden mit größter Sorgfalt ausgeführt, klar, weil wenn ich anfange zu schnudern, wollen die Leute nachher meine Dienstleistung nicht. Ich bin also nicht kreditwürdig für so einen Minute-Schein, das würde ich auch nicht sprechen. Also Menschen würden anfangen oder würden noch mehr ordentlich arbeiten, weil sie ja kreditwürdig bleiben wollen. Mit anderen Worten, sie würden sich so verhalten, wie sie wollen, dass sich andere Leute einlegen über Verhalten. Das ist fördert also letztendlich die nächste Ebene. Also zusammenfassend kann man sagen, die Erhaltung der Kaufkraft des Geldes über die Zeit hinweg ist in keinem Geldsystem möglich. Geld ist ein Tauschmittel und kann nicht gleichzeitig ein Aufbewahrungsmittel sein. Und das ist letztendlich der Widerspruch aus dem letztendlichen Zins, der Zins herrührt und damit keine Probleme. Das wertstabilste Geld ist vermutlich eine Umlaufsicherung. Und das ist eigentlich ein Widerspruch, kommt immer weiter. Also eine Umlaufsicherung ist ja praktisch ein künstlicher Wertverlust an das Geld. Trotzdem ist das wahrscheinlich das wertstabilste Geld. Warum? Weil die Umlaufkosten vermutlich nicht höher sind, als heute die Inflation ist, die dann ja wahrscheinlich erhöht wird. Und im Übrigen kann man diese Umlaufsicherung ja auch besser kalkulieren, als man kalkulieren kann mit Finanzkrisen, die unerwartet kommen, für die meisten jedenfalls, und mit Inflation, die auch nicht vorhersehbar ist. Wie viel Zeit bleibt eigentlich noch? Wir sind schon über der Zeit. Jetzt schon über der Zeit. Ja. Es war eigentlich noch Diskussionskraft, die wert von einer Viertelstunde, aber das ist die Frage, ob wir das noch kurz. Wir können ja das noch kurz besprechen. Gerechtigkeitsaspekt hat man letzten Mal ja schon gebracht.
konventionalistisch hat man es ja drin, dann gibt es drei große Gerechtigkeitsvorstellungen. Den Egalitarismus, der möchte praktisch, dass alle, der definiert gerecht, dass alle gleich viel haben. Im Groben, wirklich unter Formen. Die Gerechtigkeitsvorstellung von Platon, das ist quasi das, Recht ist das, was jeder seiner Leistung nach verdient, aber niemand sollte praktisch darüber hinaus was verdienen. Also nur so viel, wie man auch verdient zu verdienen, sozusagen. Und der Utilitarismus ist eine Gerechtigkeitsmodelle, wo irgendeine, wie auch immer definierte Nutzenfunktion gesteigert werden soll. Also, gut ist, was der Folge dient, oder was der Mehrheit dient, wie auch immer das, was im Allgemeinen dient, wie auch immer man das definiert. Ich möchte mich auch gar nicht aussprechen für irgendeine von den drei Vorstellungen, aber unsere Wirtschaft, wie die jetzt funktioniert, widerspricht allen drei. Wir haben schon festgestellt, dass die Schulden des einen im Vermögen des anderen sind und dass das automatisch zu einer praktisch Ungleichverteilung führt nach mathematischer Gesetzmäßigkeit von den produktiv tätigen Menschen zu den Zinsempfängern. Sie haben gesehen, habe ich zu Recht die Zweiteilung der Gesellschaft in Reife und Last hier und Keynes habe die Steigerung der Produktionsmacht des Kapitalisten. Aristoteles differenzierte zwischen der produktiven Erwerbskunst, dem Handelsgewerbe und den nach seiner Ansicht nach reichzutatenden Gewerbe desjenigen, der Geld verdient. Also gegen das erste Grund sogar gegen den Utilitarismus, ist also klar, dass unser jetziges System widerspricht, aber auch gegen das Gerechtigkeitsmodell von Platon, nachdem praktisch jeder, nachdem nicht alle gleich gemacht werden sollen, aber jeder das verdienen soll, was er seiner Leistung nach verdient. Und auch das haben wir in unserem jetzigen System so nicht. Gibt es nämlich keine Güterwerte, das Geld ja wertlos, und es kann man keinen kaufen, was hergestellt wird. Also im Grunde ist es also so, dass die Güter, das Geld heute nur deshalb einen Wert hat, weil es der Güter gibt, die man dafür kaufen kann. Und wer produziert die Güter? Diejenigen, die Kredite aufnehmen und damit produktivwirtschaftlich was leisten. Im Grunde müsste dann der Eigentümer des Geldes, des Kreditgebers, also im Grunde müsste der Kreditgeber sich bei den realwirtschaftlich produktiv tätigen Kreditnehmern bedanken, nämlich dafür, dass der Kreditnehmer durch seine produktive Leistung Güter schafft und damit dem Geld des Kreditgebers überhaupt einen Wert verschafft. Man kann ja nur kaufen, was hergestellt wird. Würde es keine Güter geben, würde das Geld wertlos sein. Das heißt, der Verleiher von Geld produziert ja selbst keine Werte. Es ist ja der Kreditnehmer schafft durch seine realwirtschaftliche Investitionen die Werte und die Arbeitsplätze. Das heißt, der Zins ist deswegen ein Einkommen ohne Gegenleistung, nämlich das Recht auf den fremden Arbeitsertrag, wie es eben bisher zu Recht plante. Und das ist auch ganz interessant, was wir hier lernen im Modell der vollständigen Konkurrenz. Das ist ein volkswirtschaftliches Modell, das es in der Theorie nur gibt, aber in der Theorie, wir haben einen hundertprozentigen, ganz tollen, also einen perfekten Markt, vollständige Konkurrenz, würden Unternehmen nur so viel verdienen, oder jeder, überhaupt jeder würde nur so viel verdienen, wie der Betrag, also man würde immer nur so viel verdienen, wie das in Opportunitätskosten der eingesetzten Produktionsfaktoren entspricht, aber nicht darüber hinaus. Mit anderen Worten, der Firmenchef würde nicht grundsätzlich mehr verdienen als sein Mitarbeiter am Fließband. Oder wenn er mehr verdient, weil er auch mehr eingesetzt hat an Produktionsfaktoren, mehr Leistung, er geht auch am Wochenende arbeiten, er hat vorher hat mehr Know-how. Aber er verdient nur so viel mehr, wie er auch mehr einsetzt. Und so viel, das Gleiche könnte auch verdienen, wenn er woanders sich abhängig beschäftigen würde. Das geht aber nicht für den Geldverleiher. Der Geldverleiher verdient nämlich, ohne überhaupt irgendeinen Produktionsfaktor eingesetzt zu haben. Produktionsfaktoren sind in der Volkswirtschaft zu nennen mit Arbeit, Boden und Sachkapital. Und noch was interessant, im Modell der vollständigen Konkurrenz verdient, also jeder Gegenteil, der seiner Grenzproduktivität entspricht. Und das gilt auch nicht für den Geldverleiher. Der verdient nämlich einen Verdienst, obwohl seine Grenzproduktivität null ist. Denn Geld arbeitet nicht. Es sind Menschen, die produktiv tätig sein müssen. Das Modell der vollständigen Konkurrenz kommt also theoretisch dem Modell der Gerechtigkeitsvorstellung Platons nahe. Das Gegenteil von einer vollständigen Konkurrenz ist das Monopol. Der Monopolist kann Gewinne einzielen, die über den Opportunitätskosten einer eingesetzten Produktionsfaktoren hinausgehen. Das ist eine sogenannte Monopolrente. Also im Grunde geht es dann also einen hohen Gewinn erwirtschaften. Er kann also einen Preis verlangen, der über dem Keimverhältnis zu den Produktionskosten steht. Und der Monopolpreis ist auch ein Marktpreis. Also Marktpreise können auch ungerecht sein oder zumindest so empfunden werden.
Zins ist ja ein Marktpreis. Achten Sie auf den Marktpreis, das kann unrecht sein. Der Besitzer von Geld hat ja eine Monopolstellung gegenüber demjenigen, der kein Geld besitzt, wie es ihm selber herausgestellt hat. Das hat er gerade am Anfang gesagt. Geld hat gegenüber allen Gütern den Vorteil, dass man ihn wenig aufbewahren kann und gegen alles eintauschen kann. Das ist sozusagen eine Monopolstellung. Folglich ist der Zins der Gewinn eines Monopolisten, also eine Monopolrente. Aber die Monopolrente des Geldverleihers ist noch deutlich verwerflicher als die Monopolrente, die der Hersteller eines Produktes erzielt. Warum? Also in dem Fall ist die Monopolrente immer eine Gewinn, der weit über den deshalb nutzt, ist, weil der Monopolist seine Marktmacht ausnutzt. Aber das produzierende Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung gibt wenigstens ein Produkt heraus, als Gegenzug für den Preis, den er verlangt. Der Geldverleiher erzielt ein Einkommen, ohne dass er überhaupt irgendein Gut herausgeben und auf dessen Nutzung auch verzichten muss. Also, aus diesem Grunde ist also, hätten wir keinen Zins, würde er auch andersrum. Also hinter jedem Gewinn eine Wertschöpfung stehen. Produktion entweder durch die Produktion von Produkten, durch das Anbieten von Dienstleistungen oder durch das Verleihen eines realen Produktes, und das ist auch eine Dienstleistung, oder aber durch Handelsgeschäfte, die zur Distribution der Produkte dienen. Also vom Großhandel über den Einzelhändler zum Endkunden, das ist ja auch eine Dienstleistung. Spekulationsgewinne, reine Spekulationsgewinne, die also nicht Teil einer Vertriebskette sind, sondern es geht, wo es nur ums An- und Verkaufen geht, die würde es wahrscheinlich da nicht geben. Und die wurden auch schon von Aristoteles geklärt. Also Aristoteles unterschied zwischen den Spekulationsgeschäften und solchen Handelsgeschäften, die zur Ergänzung der Vollständigung oder zur Vervollständigung des natürlichen Selbstgewinns dienen. Letzteres sind also praktisch das ist der Vertrieb, der stellt eine Dienstleistung dar, weil ich ja teilnehme an der Verteilung der Güter, reine Spekulationsgeschäfte sind also solche, wo es wirklich um den Verkauf geht. Wenn ich eine Börse eine Aktie kaufe, verkaufe, das ist ein reines Spekulationsgeschäft und das dient eigentlich niemandem. Der Spekulant erbringt also keinerlei Wertschöpfung, ebenso wie die Geldleihe erhöht die Spekulation nicht die Wohlfahrt des Volkes und ebenso wie die Gewinne aus der Geldleihe sind Spekulationsgewinne Einnahmen und Gegenleistung. Deswegen sind Zinsgewinne und Spekulationsgewinne eigentlich ganz ähnlich. Im Übrigen hängen die auch zusammen, denn wahrscheinlich würde in einer Wirtschaft, in der es keinen Zins gäbe, es auch keine Spekulationen geben. Denn heute wächst der Preis am Aktienmarkt nur deshalb ständig, und ich kann darauf spekulieren, dass sie wachsen, weil die Geldmenge ständig wächst und deswegen die Preise an den Märkten wachsen. Wenn die Geldmenge sich nicht ständig erhöhen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, mit Spekulationen zu gewinnen, genauso groß wie zu verlieren und wahrscheinlich würden die Menschen dann gar nicht spekulieren. Also würde deutlich weniger. So, jetzt haben wir die Probleme, die Lösungen und den moralischen Aspekt oder moralisch-ethischen Aspekt angeschnitten von unserem Finanzsystem und können jetzt überleiten, warum das notwendig ist, wie eine Form des Finanzwesens notwendig ist, als Voraussetzung für eine natürliche, gerechte und menschliche Wirtschaftsordnung. Das mache ich jetzt ganz schnell. Eine natürliche Wirtschaftsordnung, warum? Was ist eine natürliche Wirtschaftsordnung und warum entspricht unser jetziges Finanzsystem nicht der Natur? Weil es absolut unnatürlich ist. Ne? Also, es ist unnatürlich, dass man Geld und dessen Arbeitsleistung horten kann. In der Natur gibt es nicht. Dann kann ich, wenn ich Produkte schaffe, dann kann ich meine Produkte horten, aber ich verliere dann während der Zeit, Lebensmittel verlieren ganz schnell an Wert. Ich würde also automatisch nur eine relativ geringe Menge horten. Unser jetziges Finanzsystem macht das Horten möglich und daraus entsteht letztendlich der wiederum unnatürliche Zins, den ja schon Aristoteles für unnatürlich hielt. Und da alles, was von der Natur abweicht, letztendlich krank macht, gibt es auch für unser Gesellschaftssystem. Also vermutlich macht der Zins unser Gesellschaftssystem auch krank. Wir haben jetzt einen moralisch-ethischen Aspekt besprochen, aus dem Grund ist auch für die gerechte Wirtschaftsordnung eine Reform des Finanzwesens notwendig. Unser heutiges Finanzsystem erzeugt eine große, und zwar nicht auf Leistung beruhende Ungleichheit. Und ungerechte Ungleichheit erzeugt eine Unfreiheit.
Hier ist auch interessant, dass die Bibel die Zinsnahme verbietet, nämlich wahrscheinlich aus genau diesem Aspekt, weil es eine ungerechte Ungleichheit erzeugt. Also eine nicht auf Leistung beruhende Ungleichheit. Wir brauchen also eine menschliche Wirtschaftsordnung, und das ist also eine Wirtschaftsordnung, die weder kommunistisch ist noch kapitalistisch. Der Kommunismus versklavt die Menschheit durch die dem Kommunismus inhärente Planwirtschaft und der jetzige Kapitalismus, den wir jetzt haben, versklavt die Menschen durch eine stetig steigende Zinslast, die zu stetig mehr Wachstum zwingt. Wir brauchen also eine freie Marktwirtschaft, die nicht durch die Zins pervertiert wird und damit kein Wachstumszwang herrscht, keine automatische nach mathematischer Logik stattfindende Umverteilung der Einkommen oder Macht. Und dadurch könnten Menschen beginnen, ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und damit dem Nächsten zu dienen. So, damit möchte ich abschließen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und genau wüsste, das ist mein Haufen von Wirtschaftsgütern,
Und die könnte ich jetzt, naja, man könnte es entweder auf die Waage legen und die Länge messen, also wirklich physisch messen und darauf die Geldmenge indexieren. Das wäre doch eigentlich die perfekte Möglichkeit. Die Geldmenge, also inflationssauber auf Nullinflation zu begrenzen. Weil auch beim Freigeld habe ich ja die Möglichkeit, die Unschärfe, dass ich nicht genau die Geldmenge gegenüber der Warenmenge steuern kann. Meiner Ansicht nach würde das 30 Jahre lang funktionieren oder nicht mehr. Das ist so ähnlich wie bei der Goldkleinwährung. Warum? Weil das Geld ja genau den gleichen Vorteil dann hat wie Gold oder wie das jetzt hier Geld auch. Ich kann es horten, ich muss es nicht ausgeben, aber das ist ja das Schöne, das Geld, das kann wertsicher. Und deswegen würde ich es ja auch nicht ausgeben. Das beginnt dann, führt dann also dazu, dass jemand, der dann Geld braucht, sich leihen muss, und zwar gegen einen Zins. Und wenn es einen Zins gibt, wird sich, wenn sich diese Geldanlage anfangen, sich selbst zu verärgern im Laufe der Zeit. Und dann könnte man sie nicht mehr mit Gütern decken oder zumindest nicht mehr mit dem gleichen Anteil. Dann würde man ständig den Anteil verhindern müssen, so wie das mit der Goldkernwährung ja auch immer gemacht wurde. Es wurde regelmäßig dann immer der Goldanteil, den jeder Geldanlage repräsentiert, verringert und irgendwann ganz aufgelöst. Oder aber, wenn man das nicht macht, entsteht Deflation. Dann fließt das Geld einfach nicht mehr. Wir haben also entweder Deflation oder wir haben Inflation. So mit dem Luftballon, der muss sich immer aufblähen. Und wenn er sich nicht aufbläht, haben wir Deflation. Wenn er sich aufbläht, haben wir Inflation. Dazu stimmt uns eigentlich nichts. Aber wir machen Geld irgendwie aus sich ab. Das ist so nicht das jedenfalls. Aber diese Überlegung ist früher. Die hatte ich jetzt mir auch vorgestellt, die indizierten Währungen gehen verloren. Ich glaube nicht, dass das nachher funktioniert. Das ist praktisch. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Es gibt kein dauerhaft werterhaltendes Geld. Geld ist ein Tauschmittel. Es kann nicht gleichzeitig ein Wertaufbewahrungsmittel sein. Es sind zwei Funktionen, die sich widersprechen. Und es ist halt auch heute noch als Maß. Ich glaube, das Maß, also Geld als Maßeinheit für Wirtschaft zu nehmen, ist auch nicht zielführend. Also ich glaube, man sollte tatsächlich versuchen, eine physische Maßeinheit für die Menge von Wirtschaft zu finden. Leider musste ich hier einen großen Teil wegstreichen. Ich hätte gerne noch über virtuellen Reichtum gesprochen. Da habe ich 15 Seiten mit 15 Slides gemacht. Im Grunde hätte ich dann auch noch erzählt, dass auch reelle Güter auch nur einen virtuellen Wert haben. Es gibt überhaupt keinen messbaren, objektiven Wert. Jeder Wert ist ja immer nur abhängig von der umlaufenden Geldmenge. Im virtuellen Wert. Richtig, aber physische Güter sind ja physisch real vorhanden. Die Messung von physischen Gütern, also sämtliche Häuser, Straßen, Autos, Eisenbahn, sonst was, sind ja physisch vorhanden. Dass sie irgendeinen Geldwert haben, das ist natürlich heute so. Ja? Wenn ich die erstmal mit Asche bedecke und 1000 Jahre warte, dann haben die keinen Geldwert mehr, sind aber physisch noch genauso vorhanden. Das physisch zu messen, was ich praktisch in einem Jahr physisch neu erzeuge, ist ja das, was ich als Wirtschaftsgesamtleistung real habe und das, was insgesamt verteilt wird. Und das, glaube ich, ist eine Frage, die bislang eigentlich gar nicht gestellt wird, so richtig. Aber wenn ich das messen kann, dann weiß ich genau, was auch als Verteilungsmenge vorhanden ist. Aber woran wollt ihr das denn messen? In welcher Einheit messen Sie das dann? Ja, das ist spannend. Ist das nicht so wie bei Verrechnungswährung in Chile, was Sie jetzt sagen? Nee, ja, die Verrechnungswährung in Chile, glaube ich, ist eigentlich nur eine Beobachtung der Inflation und quasi die Wegrechnung der Inflationsrate. Ja, das ist aber noch keine physische Messung. Also es gab einen Vorschlag, der war in den 60er Jahren von Wolfram Engels, der damals Chefredakteur vom Handelsblatt, also relativ unverdächtig eigentlich gegen die herrschende Wirtschaftsordnung zu sein. Und der hat auf jeden Fall vorgeschlagen, dass man eben so eine Indexwährung einführt, die man im Wesentlichen an einem Warenkorb aus Aktien, aus Rohstoffen, aus Boden und so weiter koppelt. Ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Ich glaube, da gibt es mehrere Vorteile. Und ich glaube auch, dass das an und für sich eine, sagen wir mal, Inflation zumindest, wenn ich immer 2000 verdiene und ich weiß, ich kann mir dafür meine 2000 Fässer Öl kaufen, ich wüsste nicht, was ich damit mache, aber ich wollte, dann kann ich das sozusagen planen. Ganz egal, wie sich die Rohstoffpreise entwickeln. Dann kann man das sicher eine Verbesserung, aber das
Zinsproblem schafft es nicht ab. Das Problem ist, es gab ja in Deutschland die Rentenmark, wenn ich das richtig verstanden habe, damals habe ich nicht gelebt, aber ich glaube, die waren bodengekoppelt. Die gab es dann noch relativ kurze Zeit. Wenn wir jetzt bis heute geben würden, dann würde das genau nicht. Das wäre das gesetzliche Zusammenhang. Alle würden das brauchen, um irgendwas zu kaufen. Dann würden sich die Geldscheine der Rentenmark so viel vermehrt haben durch die Zins, dass so viel Boden gibt es gar nicht in Deutschland. Also man kann nicht eigentlich. Also solange man nicht unversicherte Geldscheine hat, werden Menschen sie ordnen, als wird der Zins geben und sie werden anfangen selbst zu vermehren. Und irgendwann reichen dann die gekoppelten Güter nicht mehr. Dann ist dann der Geldschein nicht mehr so und so viel Hektar Land wert. Oder man lässt es einfach und dann fließt es nicht mehr. Also dann entsteht Deflation. Wenn man dann eine Indexierung müsste, dann entweder dann auflösen oder man lässt sie. Und wenn man sie lässt, entsteht Deflation. So dann das Geld dann einfach fließt. Ich habe lange über das Thema nachgedacht. Ich bin inzwischen persönlich zu der Auffassung gekommen, es ist taktisch so, wie wir würden gerne das Geld haben, aber es geht aber nicht. Also man könnte nicht anders sagen. Wir haben entweder Tauschmittel, wir haben Wert auf Betragsmittel. Wir können auch Fonds kaufen, wir können Land kaufen. Aber das können wir nicht als Zahlungsmittel verwenden. Wenn wir ein Zahlungsmittel haben, können wir dann in diesem Zahlungsmittel das Land bewerben. Aber also wenn das Land selbst als Zahlungsmittel wird, geht man den Weg. Das vielleicht nachher. Ich habe noch eine sozusagen grundsätzliche Frage oder Bemerkung oder wie auch immer. Ich meine, das eine ist sozusagen Monopol und Anführungszeichen, aber meine den herrschenden Machtstrukturen gehen, die erlauben, einen Zins abzupressen, dafür dass ich Geld hergebe. So. Die andere Seite ist die Nachfrageseite. Wenn ich keinen Kredit brauche, dann können die sich einwickeln, weil im Wesentlichen will niemand ihr Geld. Und jetzt gibt es ja im Augenblick, und ich glaube global, die steuerliche Absetzbarkeit von Zinszahlungen, die ja ein ganz großer Anreiz für Unternehmen dafür sind, dass ich zusätzliche Schulden aufnehme. Ich hätte eigentlich zwei Fragen dazu. Nummer eins, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil es ist ja überhaupt nicht einzusehen, dass Fremdkapital anders behandelt wird als Eigenkapital. Das ist die eine Sache. Und die andere könnte man nicht, wenn man sozusagen diese steuerliche Abschreibbarkeit einfach rückgängig macht, verbietet, wie auch immer. Ich meine, das ist kein sehr großer Eingriff oder kein sehr großes Gesetz. Aber die Nachfrage nach zumindest Unternehmenskrediten würde ganz massiv gestört und dementsprechend zumindest das exponentielle Wachstum einmal massiv verlangsamt. Ja, ist kein für die Ewigkeit ausgerichtetes Ding, aber würde wesentlich mehr Zeit zum Verschnaufen bringen. Warum die das angeführt haben, dass man Zinsen abschreiben kann oder steuerfestig kann, nützt den Gedanken, nur um Zwang Kredite zu vergeben. Wunderbar. Das ist ein Anreiz, dass die Leute noch mehr Kredite vergeben. Zinsen sind auch Kosten und ich kann die Arbeitskosten im Geld. Ja, klar. Aber Eigenkapital. Aber das ist jetzt auch nicht kostenlos. Moment, das ist nicht kostenlos. Nicht dann kostenlos. Nee, aber das ist nicht kostenlos. Das heißt, der Steuerzahler. Ich darf jetzt nicht verstanden. Wenn ich ein Unternehmer bin und ich nehme 100 Euro, darf die Zinszahlungen drauf in 7% pro Jahr zahlen, also die 7 Euro darf ich von der Steuer absetzen. Das heißt, für mich, aber wenn ich Eigenkapital aufnehme und ich verspreche demjenigen, der mir das Eigenkapital gibt, 7 Euro pro Monat oder pro Jahr, darf ich nicht absetzen. Und das ist einfach eine ungleiche Behandlung. Okay. Aber in dem Fall ist es in die Zinsen reingekommen und damit einkommensteuerpflichtig. Das ist eine ganz andere Sache. Das eine ist Zinsen als Kosten im Betrieb. Ja. Die kann man eben absetzen. Mhm. Die andere Kosten auch. Derjenige, der die Zinsen aber einnimmt, für den ist das Einkommensteuer, er ist das Einkommen und wird unter den Paragraphen der Einkommensteuer dann pflichtig versteuert zu werden. Sonst wäre ja das zweimal zu versteuern, das Geld. Das ist irgendwo der Hintergrund, dass es zu einer solchen Abschreibungsmöglichkeit gegeben worden ist. Ja, die Grüße, ich habe eine kleine Frage bezüglich der Investitionsfreudigkeit bzw. den Anreizstrukturen, die in einem System, den Farben von Silvio Gazelle behandelt, wie das in einem solchen System funktioniert, dass Menschen ihr Kapital annehmen würden.
Sie sind der Meinung, dass ein System durch Selbstentwertung des Geldes sukzessive dieses Problem der Zinsschöpfung vom Hals hält, würden die Menschen von Natur aus selber ihr Geld verleihen wollen, weil es halt im Geld an Wert verliert. Ich sehe da ein kleines Problem, weil, wenn ich Ihre Grundannahmen richtig sehe, gehen Sie davon aus, dass Menschen von Natur aus etwas gierig sind und schon ihren eigenen Wohlstand mehr anrichten. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass mein Geld sukzessive an Wert verliert und ich danach on the long run schlechter dran bin, wenn ich es nicht investiere, dann wird es eher der Fall sein, dass ich gucke, womit kann ich kontinuierlich Geld verdienen. Und in dem Moment wird jemand, der in einem System ist, keinen Zinsgeld besitzt, sehen, dass der einzige beständige Wert nur Immobilien sind. Und in dem Moment, wo ich keine andere Alternative habe, um meinen Gewinn on the long run zu mehren, wird es dazu kommen, dass ich halt immer mehr Brot und Brot aufkaufe und die Menschen trotzdem von mir abhängig machen. Und sprich, selbst wenn es in einem System keine Abhängigkeit durch Zinsgeld gibt, wird es halt eine Abhängigkeit durch Brot geben. Irgendwann gehört halt der ganze Brot hinein. Also, ganz wenig. Was würden Sie sagen, wenn man das bewältigen könnte? Ich würde gesehen, dass deswegen aus genau diesem Grunde auch eine Bodenreform vorschlagen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aus Zeitgründen. Das könnte man eventuell auch ein aufnehmen in eine natürliche Wirtschaftsordnung, aber damit man so vorsichtig sein kann. Die Bodenreform würde ja auch enteignen, wenn man dazu weiß, dass ich nicht dazu stehe. Aber grundsätzlich, die Problematik hat es eben sehr auch erkannt, dass wir aus genau diesem Grunde auch eine Bodenreform vorschlagen. Es sollte nicht so sein, dass man anfangen kann, Boden zu ordnen. Und so war es dann wohl im Mittelalter. Das war, glaube ich, ganz viele Menschen, ganz wenige Menschen, ganz viel Land hatten und die alle mussten alle dann Frondienste leisten, weil sie darauf gearbeitet haben. Ja, genau, das würde nämlich eben dann zum neofeudalen Strukturen führen. Genau. Also Boden hat ja genau den gleichen Vorteil wie Geld heute. Es entwertet sich nicht, kann ich wunderbar ordnen. Wenn ich also mir was fürs Alter zurücklegen möchte, dann kaufe ich mehr Land. Die mehr Land haben, können mehr verpachten und mehr einnehmen und dann nochmal Land kaufen. Also, und das war genau das Problem. Aufgrund dieses Problems hat sie bisher auch eine Grundreform vorgeschlagen. Und das Thema ist halt so heikel, das wollte ich jetzt auch nicht anfassen. Ja, ich glaube bloß, dass halt, wenn wir jetzt ganz abrupt sagen würden, dass wir den Zins abschaffen, wir zu einer ganz starken Polarisierung der Schere zwischen Arm und Reich kommen werden. Weil die Leute, die ja halt wirklich Kapital noch haben, das Kapital so nutzen können, dass sie halt sich einen langfristigen Vorteil erarbeiten können gegenüber den anderen. Das ist die Bodenkaufen, richtig, ja. Genau. Ja, da muss ich mal gucken, wie man das verhindert. Ja, das ist das Problem. Deswegen sage ich, dass es wahrscheinlich äußerst gefährlich wäre, genau jetzt einfach abrupt den Zins abzuschaffen. Ja, man müsste es eben so machen, dass man nur so viel Boden haben kann, die man auch selbst nutzt und eben es nicht verpachten kann. Oder nur einen kleinen Teil verpachten oder so. Vielleicht kann ich nur zwei Worte dazu sagen. Sie haben gesagt, dass die Bodenreform ist vor der Geldreform kommt. Das heißt, er sieht die Boden als ein Gemeingut, was nicht Eigentum sein kann. Und das Einzige, was du bekommst, wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Familie als Bauer oder was auch immer einen Hof haben möchtest, dann bekommst du die die Nutzungsrechte, so nennt er das. Du darfst den Hof und das Land nutzen, solange du meinst, dass deine Familie oder deine Generation danach das Land nutzen können und du bekommst die Nutzungsrechte. Aber das Land gehört immer der Kommune und da gibt es noch ein paar mehr Punkte, was Wohnbevor vielleicht eine große Säule in der Verwaltung und die muss man extra dann nochmal wieder versprechen, das würde hier natürlich viel zu weit führen. Aber er sagt ganz klar, und deswegen ist seine Frage sehr gut, die Bodenreform muss vorher kommen und wenn die Bodenreform stattgefunden hat, dann kann die Geldreform, wie sie hier angesprochen wurde, fußen. Ja. Ein letztes Wort vielleicht noch, also es wäre nicht nur eine Bodenreform notwendig, sondern auch noch eine Eigentumsreform, weil schließlich reden wir hier ganz im Rahmen von unserem Eigentumsrecht. Und das steht ja in einer gewissen Art und Weise auch bei der Umverteilung zur Debatte. Dem Moment, wo halt gewisse Menschen halt über das Eigentum von Grund und Boden verfügen, ist es halt immer problematisch zu sagen, dass man halt den Menschen ihre Rechte berauben muss. Also das ist eine ziemlich essentielle Grundsatzfrage. Also man sieht, man kann nicht irgendwas Großes durch eine Kleinigkeit gleich lösen.
Wenn ich ein Buch für die Gesellen noch gerne anspreche, ich glaube, man sollte nicht erwarten, dass man nur mit einer Geldreform alle anderen Probleme auflöst. Wir haben eben einen Staat, wir haben ein Steuersystem und gerade die Zinsproblematik hätte ja auch die Fiskalpolitik die Möglichkeit, diese Zinserträge radikal wegzusteuern. Und das Problem ist oft nicht der Zins, sondern der Zinseszins, also die weg, dann wenn es exponentiell wird. Und also es ist, glaube ich, zu vereinfacht zu sagen, wenn man nur den Zins raus hat, ist alles gelöst, sondern es braucht, es ist ein Bestandteil, aber es braucht eine ganze Reihe anderer Maßnahmen wie auch noch. Und ein ganz anderes Regelsystem, was der Staat und die Politik und die Gesellschaft hat. Also es kann nicht eine kleine Änderung im Geldsystem die ganze Welt retten. Also das ist mein Besuch. Also ich meine, die Frage ist immer, wo man hin will. Ne? Und bei, den, bei diesen verschiedenen Gerechtigkeitsmodellen, die sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Ich fand das jetzt auch frappierend zu sehen, okay, das passt jetzt zu keinem von beiden. Also das finde ich erstmal, oder von den dreien, die du da aufgeführt hattest. Aber da ist natürlich die Frage, zu welchen will man hin? Ja. Und da sind wir ja sehr unklar. Ist es jetzt rechtlich, was auch Landreform, Wohnreform angeht? Wie stark wollen wir als Gesellschaft die Möglichkeit, Privateigentum besitzen, beschneiden? Worum geht es ja im Moment, ist das Privateigentum absolute heilige Kuh. Ja, und der Boden ist immer noch, die ganzen Bauern machen Pleite, aus ganz verschiedenen, ja gut, das ist jetzt zu kompliziert. Das nimmt man irgendwie hin, aber wirklich an die Eigentumsfrage zu gehen, also ich finde, du solltest ja auch nicht verscheuen. Also das ist die Frage, wohin ist entscheidend, wohin wollen wir als Gesellschaft, was ist unsere Gerechtigkeitsvorstellung? Und im Grunde muss man so eine Zielvorstellung entwickeln und dann sagen, deswegen wollen wir da und dahin und dann auch sagen, man kann ein Haus, einen Garten haben, in dem man selbst wohnt, aber dann festlegen, wie viel Mietzölle darf ich noch zusätzlich besitzen. Solche Dinge, ja, ich finde, so solche Fragen muss man stellen. Ja, sicher. Da muss man stellen. Ein Kapitel ist ja sehr kurz. Kann ich alles noch an. Dann danke ich für das zahlreiche Erscheinen. Weiter geht es um 18:30 in der Sporthalle. Und hier ist damit der erste Vortrag zu Ende.